Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 403. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Gute. Der Duke. Ja, servus, hallo. Die Patricia. Hallo. Und auch mal wieder dabei Frau Alex. Perfektes. Ich habe dann eben beim Intro schon gedacht, leck mich am Arsch. Ich glaube, die letzte Folge, wo ich dabei war, war 300 und jetzt hast du 403. Warte, ich kann das nachgucken, wenn du das unbedingt wissen willst. Nee. Das ist, glaube ich, nicht zu meinen Gunsten. Das definitiv nicht. Möchte mich diesem hörenden Volk kurz vorstellen. Ich genau, war sind hier wahrscheinlich schon mal. Mittlerweile ganz andere Leute da, ja. Genau, stell dich doch mal kurz vor. Ja, so lange ist es nicht her. 396 steht hier in meiner Liste, also das ist noch gar nicht so lange her. Kann nur ein Kurzauftritt gewesen sein. Ich wollte sagen, wahrscheinlich habe ich dann nur den Server gebootet oder so. könnte auch sein. Ich kann ja mal bei Spotify reingucken, ob überhaupt jemand dazugehört hat. Vielleicht muss ich das doch noch mal vorstellen. Nein, sehr schön, dass ihr dabei seid. Wir starten in unsere 12. Season, die wir hier begleiten. Das ist echt krass. Ja, genau. Ja. Technikprobleme kriegen wir auch jetzt nicht. Ich habe komplett verlernt, deswegen ist Alex auch dabei, wie man die Technik bedient. Deswegen. Nein, wir starten in unsere 12. Season und wollen heute reden über Transfers, über Euroleague-Spiele, über Vertragsverlängerungen von Hütter und über den Social-Media-Fail des Jahres, würde ich mal behaupten. Zumindest steht er da ganz groß in unserer Dummschwätzer-Liste, weil wir werden auch heute über Dummschwätzer sprechen. Aber vielleicht fangen wir mal so ganz aktuell mit dem Thema an, was ja so am aktuellsten ist. Transferthematik. Heute bekannt gegeben, der Tausch Gacinovic gegen Zuber. Gacinovic geht zur TSG, Zuber kommt zur Eintracht. Ich will jetzt noch nicht über diesen Twitter-Post reden, aber generell erstmal die Frage an euch. Wie geht's euch damit? Patricia, wie geht's dir denn damit? Weil ich habe schon ein paar Tweets gelesen, deswegen würde es mich interessieren. Ja, mir geht's nicht so gut. Ich bin sehr traurig, ehrlich gesagt. Nicht unbedingt, wurde ich auch schon auf Twitter gefragt, warum denn jetzt alle rumheulen. Nicht unbedingt wegen der Leistungen. Ich meine, wenn man ehrlich ist, war Gacinovic jetzt ja durchschnittlich ein guter Bundesligaspieler halt. So einfach da und hat geholfen in manchen Momenten eher weniger. Das ist jetzt nicht so das krasse Problem. Mein Problem ist einfach, dass das eine Identifikationsfigur war. Eine der wenigen, die es noch gab, würde ich jetzt sogar sagen. Und dass er halt wirklich fast alle, beziehungsweise alle der emotionalen Momente der letzten Jahre mit der Eintracht durchlebt hat, sei es Relegation, sei es der Pokalsieg, auch das andere Pokalfinale, wo man halt eben nicht gewonnen hat. Und das ist dann irgendwie, ich weiß nicht, man hat bis diese Gerüchte aufkamen, ja auch nicht wirklich jetzt drüber nachgedacht, dass er gehen könnte. Und dann erwischt es einen schon so ein bisschen kalt. Deswegen ja. Definitiv. Traurig. Definitiv, ja. Das geht mir tatsächlich ganz genauso. Und es ist halt Hoffenheim. Also, ja. Ne? Ich glaube, also, das macht es nicht besser. Geht, Problem. Ist das Problem. Ja, ja, ja. Also ich meine ganz ehrlich, dass wir sagen, okay, weißt du, er geht weg von der Eintracht. Ne, klar, nächster Schritt ist ja auch so von auch bei mehreren Seiten tatsächlich so kommuniziert worden. Das ist ja nochmal die eine Sache, ne, dass du einfach sagst, okay, Tapetenwechsel, das kann ja tatsächlich auch ganz gut sein. Überhaupt kein Drama. Aber dass du dann halt jemanden mit dieser Historie innerhalb der Bundesliga wechseln lässt und dass der dann zu dem beschissensten möglichen Kackverein geht, ja, weil bei allem Respekt, das ist ja jetzt hier kein Hoffenheim-Podcast, das ist halt einfach ein richtiger Kackverein. Hoffenheim ist ein absoluter Nichtverein, den kein Mensch braucht. Die haben gefühlt 350 Fans und davon haben sie 250 bezahlt und 100 sind irgendwie Nachkommen von Hopp. Tut mir leid, bei allem Respekt, das triggert mich und das finde ich echt eklig, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen bin ich sehr, sehr traurig, dass er genau zu diesem Verein wechselt. Ich hätte es so schön gefunden, außerhalb der Bundesliga, wäre mir ganz lieb gewesen, aber jetzt gerade innerhalb der Bundesliga so, das ist für mich schwierig und du hast ja schon angesprochen, man darf halt echt nicht vernachlässigen, auch wenn die letzte Saison wirklich nicht gut war, so mit einer Torvorlage bei über, ich glaube, 29 Spielen, das war eindeutig zu wenig, Torgefahr überhaupt nicht gezeigt. Der ein oder andere mag sich auch daran erinnern, da war ich beispielsweise in Vaduz und da haben wir uns alle gefreut, dass er bei dem hohen Sieg wenigstens einmal das verdammte Tor getroffen hat, so, ja, weil du hast damals schon gemerkt,
gemerkt, Alter, Mann, jetzt komm doch mal in die Saison. Also da hat er auch schon so ein bisschen neben sich gestanden, aber es ist trotzdem derjenige, der uns in der Relegation das erste wichtige Tor geschenkt hat gegen Nürnberg, hat dann in Nürnberg die richtig wichtige und sehr, sehr gute Vorlage gegeben für Seferovic. Ja, und dann, du hast ja schon gesagt, DFB-Pokalfinale. Das sind aber nur ein paar Dinge, weil er hatte ja immer wieder diese Spots nach oben. Erinnern wir uns an das grandiose Tor, was er gegen Lazio Rom geschossen hat. Scheiß Regen, Kackwetter gewesen, ich war auch dort. Und irgendwie war eine merkwürdige Stimmung, ein paar Fans sind eskaliert. Aber dann macht er dieses Wunder, diese, ich glaube, es war ein Freistoß oder was. Auf jeden Fall war es ein ziemlicher Hammer. Also da sind so Momente, die ich schon mit ihm verbinde. Deswegen tut es mir ein bisschen weh. Ein bisschen sehr. Ich finde es mit Hoffenheim überhaupt nicht so schlimm. Also gibt ein paar Sachen, die ich nicht so ganz verstehe. Wenn er den nächsten Schritt machen will, frage ich mich, warum er einen Wechsel anstrebt mit der geringstmöglichen Veränderung. Ne? Also der geht gerade mal 100 Kilometer weiter, bleibt in der gleichen Liga. Ich weiß nicht, was das für eine Veränderung sein soll. Also ja, er wechselt aber dann wenigstens zu einem Verein, da sind halt keine Fans. Ne? Also keine Ahnung, ja, klar, der wird auf jeden Fall nicht nächstes Jahr im blauen Trikot durch die Gegend rennen und die Brust küssen oder so. Ne? Also von daher ist es mir eigentlich Bums, ob der jetzt für Hoffenheim spielt. Da habe ich jetzt tatsächlich so überhaupt keinen. Das berührt mich emotional gar nicht. Aber ich kann es für ihn kann ich es nicht verstehen. Weil wenn er jetzt nochmal, also klar macht das Sinn, dass er wechselt. Weil es hat jetzt einfach 5 Jahre nicht geklappt und wir, glaube ich, reden seit 5 Jahren auch zu jedem Saisonstart darüber, schafft Gacinovic dieses Jahr den Durchbruch? Ja. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das auch in der 6., 7., 8. Saison nicht mehr passiert wäre. Aber dann halt so einen Wechsel zu machen, der eigentlich null Veränderung bringt. Also er kann ja sogar in Frankfurt wohnen bleiben und zum Training pendeln. Also sogar das geht ja. So wenig Veränderung ist das. Ja. Deswegen verstehe ich das nicht so ganz. Eigentlich, Alex, ja. Also ich muss tatsächlich auch sagen, emotional, wie wir alle schon gesagt haben, natürlich hat man die Bilder im Kopf, die ja großen Momente, die wir mit Gacinovic erlebt haben. Andererseits ist auch Gacinovic der typische Spieler für mich, und da haben wir ja schon immer drüber gesprochen, der immer wieder falsche Entscheidungen auch gerade in den wichtigen Momenten getroffen hat, wo wir ja teilweise hier verzweifelt sind, wo wir einen Tisch gebissen haben und gesagt, verdammte Axt, Gacinovic, warum platzt da nicht endlich mal der Knoten? Deshalb gehe ich auch da mit Alex mit, wäre wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht passiert. Was mich auch geärgert hat, ist natürlich dieses, der Wechsel auch im Tauschgeschäft dann. Und dann, wenn man sich die Zahlen natürlich von Zuber, keine Ahnung, ob er uns wirklich jetzt weiterhilft oder nicht, anschaut. Transfermarkt ist ja immer mit äußerster Vorsicht zu bewerten, aber auch 3 Millionen Unterschied. Ich glaube, Gacinovic mit 7 gewertet, Zuber nur mit 4. Gacinovic für erst 25, Zuber schon 28. Und spielerisch auch, weiß ich nicht, ist zwar was Solides mit Zuber, bringt er uns aber wirklich. Es ist für mich so ein bisschen, ja, das tut mir auch weh. Irgendwie, dass man sieht, oh, wirtschaftlich macht der Wechsel auch nicht wirklich Sinn. Wirtschaftlich macht schwierig. Er vielleicht von daher Sinn, weil du ja für Gacinovic immer noch diese, was weiß ich, wie viel Prozent da von einem möglichen Verkauf, die dann da irgendwie an Limassol gehen würden. Also am Ende hättest du wahrscheinlich auch nicht mehr als die 4 Millionen in der Tasche gehabt. Also ich glaube, finanziell kannst du das schon noch irgendwie. Das ist aber ja auch spannend, René, ob das überhaupt so funktioniert, weil wenn du solche Absprachen ja hast, musst du dann vorher mit denen drüber sprechen, wie funktioniert das, wie werden die jetzt überhaupt beteiligt, wie funktioniert denn sowas dann überhaupt? Hat da jemand Ahnung von euch? Keine Ahnung. Was meinst du genau? Also das ist ja eine Austrickserei eigentlich. Du sagst, von der Transfersumme verdienst du 50%, dann machst du ein schönes Tauschgeschäft, das heißt, wird dann, wenn die Sachen hinhergerechnet. Also ich würde sagen, es ist so wie, keine Ahnung, wenn du einen Firmenwagen hast, ne, hast du Geldwert einen Vorteil. Und so ist es ja jetzt auch. Ne? Also du kriegst halt eine Gegenleistung in Form von einem Zuber und der hat einen Wert von X und ist ja egal, ob du jetzt, also jetzt nicht egal, aber kommt auf selber raus, ob du Zuber bekommst oder 3 Millionen. Und von daher würde ich mal behaupten, dass da irgendein Deal mit denen ausgemacht werden müsste, dass du einen Anteil am Wert von Zuber bekommst. Genau. Von dem Marktwerk dann irgendwie 50%, wobei der jetzt dann nicht weiß, wer die dann am Ende bezahlt, ob wir die bezahlen oder ob Hoffenheim die dann irgendwie vielleicht sogar noch irgendwie bezahlt oder irgendwas oder wie sich das da irgendwie aufgeht. Also ich glaube, finanziell kriegst du das noch irgendwie hin. Aber das Entscheidende ist halt eben auch, was der Dennis gesagt hat, bringt uns das weiter? Das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe. So, ist das jetzt
der Heilsbringer und vor allen Dingen auch für, welche Position dann am Ende. Bitte dich. Also der ist 28 Jahre, das ist ein solider Spieler in der Bundesliga, aber meine Güte, der wird uns nicht die Äpfel vom Baum holen. Ja, das ist genau. Ein guter Spieler, den du auf jeden Fall auf der linken Seite einsetzen kannst. Ich fand heute die Aussage schon verwunderlich, dass er für die Linksverteidigerposition sieht er sich nicht. Da stelle ich nicht mir schon zur die Verfügung Frage, steht, ja. Also jetzt bei allem Respekt, du bist jetzt gerade einen verfickten Tag jetzt hier, ne? Wie wär's denn mal, wenn du einfach mal irgendwie versuchst, dich überhaupt hier mal einzufinden, ja? Ich meine, weißt du, ganz ehrlich, das ist ja auch ganz schön, dass er jetzt hier irgendwie der Mr. High Life, nur weil seine Frau jetzt einen Podcast hat oder so, oder was weiß ich. Ja, die ist ja scheint ja sowieso berühmter zu sein als er, vielleicht auch mit gutem Grund. Ja, so viele Superspieler hat er in letzter Zeit ja nicht gemacht, wenn ich mir seine Vita in Hoffenheim angucke. Nee, überhaupt also nicht. Ich finde, das ist trotzdem ein ganz guter Spieler. Ich habe den auch schon mal, also in der Nationalmannschaft hat er mir teilweise in früheren Zeiten, der ist, ich glaube, keine Ahnung, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ich glaube, ich habe 2018 mal echt schöne Spiele von dem gesehen. Also der hat schon Potenzial. Aber es ist trotzdem nicht so, als ist das jetzt unser Go-To-Transfer für diese Saison. Das sollte es definitiv nicht sein. Dass er trotzdem immerhin ein ganz guter Backup ist für Kostic, dass wir vielleicht ein bisschen weniger anfällig jetzt sind, wenn Kostic mal ausfällt, weil sowas kann immer passieren. Das ist, glaube ich, das ist schon ein Vorteil, aber trotzdem ist er für mich tatsächlich nicht der Transfer, wo ich sage, okay, daran mache ich so viel fest. Also das wäre wirklich, was mich halt und ich finde, wie gesagt, ich finde die Aussage merkwürdig, dass er sagt, er will nicht Linksverteidiger spielen. Ja, du musst in so einem überhaupt, ne? Also ja, in seiner Antrittsrede, ne, also schon überhaupt über auf irgendwelche Positionen zu beharren. Ich habe das Video gesehen und da dachte ich mir auch so, ja Junge, also mal kleine Brötchen backen, ne, ankommen und dann mal froh sein, überhaupt spielen zu können, weil momentan sehe ich überhaupt keine Position für ihn. Und er hat gesagt, ist egal, Hauptsache offensiv. Weiß ich nicht, ob er darauf spekuliert, der geniale Konterpart von Kostic auf der rechten Seite zu werden, aber auch da sehe ich ihn nicht. Und ich habe eigentlich ein bisschen Angst davor, dass es im Vorgriff eine Entscheidung war, ihn vielleicht sogar als Ersatz für Kostic zu verpflichten. Das wäre fatal tatsächlich. Das wäre mehr als fatal. Hat er nicht in seinem Antrittsvideo auch irgendwas gesagt, als er gefragt worden ist nach Erwartungen, sondern nach dem Motto, ich möchte endlich mal verletzungsfrei bleiben? Oh Gott. Was ich auch so einen geilen Einstiegssatz finde. Also, habe ich wahrscheinlich überhört, nachdem ich mich darüber aufgeregt habe, dass er noch keine Sekunde gespielt hat und gleich klar macht, dass er nur für bestimmte Positionen zu haben ist. Ja. Also ja, keine Ahnung. Patricia, hast du dir das Antrittsvideo angeguckt? Was hältst du von ihm? Ja, ich bin jetzt auch so ein bisschen ratlos, einfach weil ich nicht weiß, für welche Position er jetzt geholt wurde, weil ich mir denke, wenn er ja, also sagt er jetzt zum ersten Mal, ich möchte gar nicht linker Verteidiger spielen, oder hat er das in den Gesprächen schon klar gemacht, was ja eigentlich ja schlau wäre? Ja, das hat er eben. Ja gesagt. Also hat er gesagt, hätte ein Trainer, also mit denen hätte er auch, der wurde ja hier in dem Eintracht-Interview, wurde er ja gefragt, so ja, das hat er irgendwie klar gemacht in den Gesprächen auch beim Trainer, das oder das ist mit Hütter so besprochen. Ich glaube, das war genau der Satz, den er ja gesagt hat. Das ist schon mal beruhigend, aber dann ist die Frage halt, wofür haben sie ihn denn eingeplant? Also wir alle denken Frage, jetzt, warum ja, Hütter eben nicht gleich aufs Maul gehauen hat. Das tatsächlich. ja, das ist, also ich finde es halt alles so ein bisschen, man hängt so in der Luft, man weiß jetzt nicht, was bekommst du für einen Spieler, also schon so ein bisschen, aber wo genau wird er eingesetzt? Das erfordert ja alles unterschiedliche Qualitäten. Ja. Und ich weiß jetzt halt nicht, ich weiß, was wir abgegeben haben, aber ich weiß nicht, was wir im Tausch dafür wirklich geholt haben. Das lässt mich jetzt halt wirklich so ein bisschen ratlos zurück. Und auch die Angst von Alex jetzt mit, dass das jetzt so ein Kostic-Ersatz sogar vielleicht sogar sein könnte. Ja, das ist so meine größte Angst. Ich hoffe es jetzt einfach mal nicht. Bin aber halt, ja, ich bin offen. Ich sag mal so, jeder verdient seine Chance. Ich bin jetzt auch so, dass ich sofort, weil ich habe jetzt auch schon einiges gelesen, dass halt wirklich schon Beleidigungen waren und ja, Zuba out und so. Es geht mir dann auch schon wieder so ein bisschen zu weit, weil ich mir denke, okay, komm, lass ihn ankommen, gib ihm eine Chance. Wenn er dann, keine Ahnung, endet wie Durm, dann ist es so und dann... Ja, aber er soll halt seine faire Chance bekommen, weil er kann ja jetzt im Endeffekt auch nichts dafür, dass sich die Verantwortlichen für ihn entschieden haben und dass im Tausch dafür eine ja, sympathische Persönlichkeit gegangen ist. Ich wollte gerade sagen, halt, aber er hat ja auch nicht falsch gemacht. Er ist ja nicht derjenige, der gesagt hat, von wegen, ich will zur Eintracht und dafür schiebt er den Gacinovic nach Hoffenheim. Das hat er ja nicht gesagt haben, sondern das ist ja, ja eine genau. Entscheidung, die von wem auch immer aus dem Verein, und das ist für mich ja noch die spannende Frage dahinter, wer hat wirklich diesen Transfer am Ende so eingefädelt? War das eine
Hütter-Idee oder war das eine Bobic-Idee? Weil das naja, also die Sache ist doch klar. Insofern ist es doch klar, dass Hütter auch nicht mehr spielerisch auf Gacinovic gesetzt hat. Also, das ist klar. Das ist es, ja. Also man hat genau. In den letzten Wochen, in den letzten Monaten auch schon festgestellt, dass Gacinovic mit dem System fremdelt, Hütter immer wieder versucht hat, ihn irgendwo einzusetzen, aber es hat ja auch am Ende jetzt auch nicht so wirklich gut funktioniert. Er war im Endeffekt nicht mehr in dieser Position und er passt natürlich in Zuber auch besser aktuell rein. Also, weil er kann dieses an den Seiten spielen und er kann halt diesen Kostic-Backup zumindest im offensiven Part halt spielen. Und ich, was die Patrizia gesagt hat, das wundert mich tatsächlich, wenn sie jetzt schon Beleidigung, da muss ich mir auch die Frage stellen, was ist denn los? Also, ich meine, er hat ja überhaupt nichts Böses gemacht. Also, er ist halt für mich jetzt kein Wunderspieler. Ja, aber ich meine, den beleidigen muss man den jetzt auch nicht. Der soll erstmal ankommen und vielleicht wird er halt, ja, wenn er nicht der zweite Korkmaz wird, dann bin ich auch schon zufrieden. Ja, also, wenn er dann ein bisschen mehr performt, dann ist mir das auch schon, keine Ahnung, als Backup wird's okay sein. Das ist halt nicht, aber es ist halt kein 1:1 Transfer, weder für Gacinovic aus emotionaler Sicht, das kann er auch nicht, aber es ist halt auch kein adäquater Ersatz dafür, dass wir vielleicht, und was ja durchaus immer noch realistisch ist, mit einem Abgang von Kostic rechnen müssen, weil wenn das der geplante Ersatz ist, hast du automatisch eine Kaderverschlechterung und das muss dir halt bewusst sein. Ja, tatsächlich. Sehr gut, ja. Das kann ich mir eigentlich wirklich nicht vorstellen, weil zumindest, was ich so aus den Aussagen von Hütter immer raushöre, ist eigentlich schon, dass er ihren Kader aufbauen will, der konkurrenzfähig ist. Also das kann ich mir dann nicht vorstellen, dass das dann der Kostic-Ersatz ist. Ja, aber das haben wir doch in den ganzen letzten Transfers nicht gemacht. Deswegen bin ich tatsächlich auch ein bisschen unentspannt, was Zuber angeht. Nichts gegen ihn persönlich, aber tut mir leid, ich bin da auch nicht so, also ich will ihn eigentlich nicht haben. Ich muss den Ilsanker schon akzeptieren. Und wir haben davor, haben wir keine Ahnung, auch den ein oder anderen Danebengriff gemacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine große Hoffnung auf nächstes Jahr, der einzige Spieler tut er. Das ist der einzige, auf den ich mich freue. Ja, aber Alex, wir müssen doch mal gucken, hier ganz kurz noch machen wir zu der Thematik Bobic und Transfer, wer hat das eingeläutet, wenn du doch so die Nachrichten oder die verschiedenen Medien beobachtest, eigentlich hat doch der Vorstand und Bobic haben doch eigentlich das als smarten Deal verkauft, so von wegen, wir dachten, da geht gar nichts, jetzt Corona-mäßig sind wir eigentlich total kaputt, wir müssen Leute verkaufen, damit wir neue wiederholen können, hier haben wir doch jetzt wirklich einen super Deal gemacht, ich glaube, wir müssen uns hier auch leider, und das ist das Problem, anfangen, kleine Brötchen zu backen, dass wir uns wirklich mittlerweile über einen Zuber-Transfer freuen müssen für einen Gacinovic. Und Marvin, da stimme ich dir voll zu, der eben am Ende keine Rolle mehr gespielt hat in der Kaderplanung von Hütter und dementsprechend wir dann zumindest einen bekommen, der vielleicht wieder Aspekte mit einbringt und dann auch Spielzeit bekommt und vielleicht es auch dann zurückzahlen kann. Wir müssen hier ein bisschen schauen. Ich glaube, es ist tatsächlich der Pandemie und so weiter auch geschuldet, dass vielleicht nicht mehr diese Transfermöglichkeiten da sind. Und wenn Bobic und Co. das als smarten Deal verkaufen, dann ja, denke ich mal, wenn wir da nicht so große andere smarte Deals sehen, also oder überproportional gute Spieler dann bei der Eintracht einfach holen, ohne dass wir entsprechendes Potenzial abgeben. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass ein Zuber 1:1 Kostic-Ersatz ist. Also da bin ich voll bei euch. Es geht ja gar nicht darum, die großen Transfers zu tätigen. Und ich habe auch nichts gegen kleine Brötchen backen. Aber ich habe was dagegen, dass man mir einen smarten Deal verkauft mit einem 28-jährigen Durchschnitts-Bundesligaspieler, von dem auch in den kommenden Jahren einfach nichts mehr zu erwarten ist. Also keine Ahnung, verkauf einen Gacinovic meinetwegen für 500.000 und hol für die 500.000 irgendeinen No-Name aus Gott weiß was für einer Liga, von dem du dir aber versprichst, dass in den nächsten 2-3 Jahren noch was geht. Halt dich sofort meine Klappe. Aber das ist für mich perspektivlos. Und das ist, also alles, was ich zu Ilsanka gesagt habe, kann ich jetzt einfach nochmal wiederholen und für Zuber anbringen. Jetzt will ich aber ganz kurz, ich verstehe die Kritik, muss aber tatsächlich auch sagen, Ilsanka tust jetzt damit auch ein bisschen Unrecht, weil das ein Spieler war, der ist ein mittelmäßiger Spieler, den wir echt für ein Abel und ein Ei bekommen haben. Und der wird uns wahrscheinlich, der hat uns, ja, der hat wechselhafte Spiele gemacht in der Rückserie, aber der kann eigentlich noch mehr. Ich hab den auch länger beobachtet, Dennis kennt den ja auch, wir kennen den Spieler. Und die Sache ist natürlich schon, dass der das Potenzial eigentlich hat, und der ist ja noch nicht so alt, zu einer einigermaßen relativen Stütze zu werden. Lassen wir abwarten. Erstes halbe Jahr ist sowieso immer schwierig, denn die Leute müssen wir ein bisschen Zeit geben. Und wie gesagt, also ich finde, das ist noch für eine Bewertung zu schwierig. Ich verstehe trotzdem, welche Richtung du gehst, denn du sagst natürlich, die
Transfers, die getätigt wurden, waren nicht adäquat zu den Leuten, die abgegangen sind. Das ist natürlich Fakt. Und bei mir ist es ja, dann geht es ja in eine ähnliche Richtung, wenn ich dann sehe, dass vielleicht kriegst du aber auch nicht hin, ne, wenn du einen Haller und einen Jovic und so. Kriegst also, du nicht hin. In die Liga möchte ich über, darüber reden wir auch gar nicht. Aber ich möchte halt auch irgendeine Perspektive sehen und nicht die Spieler bei uns sehen, die gerade ihren letzten großen Vertrag versuchen, irgendwo auszuhandeln und bislang solide Leistungen gebracht haben. Das ist so für mich, das ist zurück zu Mittelmaß der Liga. Die Bundesliga ist betoniert und wir gehören auf Platz 12. Ja, das verstehe ich. Absolut. Ja, das ist der Punkt, mit dem ich mich nicht anfreunden kann. Ja, ich glaube, ich sehe das ähnlich sogar. Also ich glaube, es geht auch darum, dass diese Transfers einfach nicht spannend sind, weil auch Alex vorhin meinte, der Einzige, auf den sie sich freut, ist Tuta. Und ich kann das sehr, sehr nachvollziehen, weil das halt eben dieser Transfer ist, der halt noch aus dieser Ecke kommt, ja, kreativ und man weiß gar nicht genau, was einen erwartet und der hat Potenzial und der ist jung und der ist aus einer Liga, die man nicht verfolgt hat. Und ich kann das sehr gut verstehen. Ich bin auch ein Fan von diesen No-Name-Transfers, eher als von diesen Bundesliga-Transfers von, okay, der ist jetzt 28, der hat den Zenit auch schon wieder fast überschritten und wir wissen halt, was wir kriegen, der hilft uns eventuell sofort weiter. Wenn nicht, endet er halt wie Durm, so. Und das gefällt mir auch nicht, weil ich es halt auch einfach nicht so spannend finde und das ist auch nicht die Kadergestaltung, die ich mir so wünsche für die Eintracht. Und ich finde auch, es ist so eine Tendenz in die Richtung aber, die letzte Saison und jetzt auch schon wieder. Und ich würde mir halt auch wünschen, dass es halt ein bisschen mehr wieder in die Richtung geht, hey, was läuft da eigentlich in Frankreich in der zweiten Liga rum, was läuft in den Niederlanden rum bei kleineren Vereinen und ja, dass man halt irgendwie noch auf Potenzial hoffen kann, weil bei Zuber ist das halt jetzt wirklich schon so, dass man sagt, gut, der ist halt jetzt schon ein relativ entwickelter Spieler, sehr viel Form kann man da auch nicht mehr. Ja, das ist ja, du hast ja vollkommen recht, ihr habt ja beide recht. Denn es, natürlich ist es diese Transfers, diese Captain Obvious Transfers. Es sind tatsächlich, du hast das Gefühl gerade, okay, Zuber, den kennt stimmt, ja jeder. Ja. Also ich meine, du hast ihn in der Bundesliga gesehen. Du hast ihn gesehen, dass er ausgeliehen war zwischenzeitlich an Stuttgart. Du hast gesehen, okay, da sind Ansätze dabei, der hat auch schon super Spiele gemacht. Ne? Also es ist wirklich nicht so, dass der jetzt echt ein schlechter Spieler ist, auf keinen Fall. Aber er ist halt, ist nicht das, was Fans anzündet. Ne? Ihr habt Tuta eben besprochen. Dika war damals ein Transfer, wo du gedacht hast, oh, da kann was passieren. Wir haben jetzt gesehen, dass Toro aus mehrerlei Gründen auch nicht funktioniert hat. Der wird wahrscheinlich jetzt auch wechseln. Da wünschen wir ihm auch alles Gute. Das stand unter keinem guten Stern, aber das war auch so ein Transfer, der mag. Aber wir schauen mal, was da passiert, weil er hat ja schon mal Glück. Es hat ja schon mal mit einem anderen Spanier zum Beispiel sehr gut funktioniert. Und das ist halt jetzt gar nicht. Es reiht sich ein seit der letzten Saison in die Transfers. Der, ja, okay, Captain Obvious, jeder kannte Bastos, okay, wir wissen einigermaßen, was er kann, und er hat viele Tore in einer relativ schwachen Liga geschossen. So also das war das Ding, und dann gehen wir und das immer weiter, ne? Und Ilsaker kannte ja auch jeder außer der Bundesliga. Das Gleiche. Das ist ja auch nichts Neues. So, ne? Ja, sind so Sicherheitstransfers, man. Ja. Ja. Die uns aber null weiterbringen. Also das ist noch nicht mal Sicherheit, sondern das sind auch Transfers, mit denen du mit Sicherheit nicht an die oberen Ränge angreifst. So, also die Sicherheit hast du mit denen. Ob du mit denen nicht unten reinrutschst, die Sicherheit hast du wiederum nicht. Vor allem kreierst du auch keinen Mehrwert, um es mit Klinsmanns Worten zu sagen. Also du wirst für Zuber jetzt keine 20 Millionen mehr kriegen, außer der explodiert jetzt nochmal komplett. Aber wer zahlt dann für einen 30-Jährigen so viel? Ja. Das ist halt, und vor allem vor dem Hintergrund, dass die Eintracht ja jetzt die ganze Zeit auch sagt, hey, wir haben Verluste, wir haben wenig Geld, wir müssen gucken, wohin. Dann würde ich doch sagen, ja, okay, dann zahl nicht so viel für die Spieler, was ja mit gestandenen Bundesligaspielern, da zahlst du halt schon mal mehr, als du müsstest. Dann zahl halt weniger, hol dir ein Talent und hoff, dass das wie mit einem Dika ausgeht oder wie, keine Ahnung, Vallejo, wie einige Spieler, die wir gesehen haben, die am Ende Jovic, die bringen Geld und die können dir auch weiterhelfen. Ja, aber klar, da hab ich die müssen Frage halt sofort weiterhelfen. Glaubt ihr, das geht mit Hütter? Glaubt ihr, das geht das mit Hütter? Genau, das ist genau der Punkt. Das ist die Frage, die ich mir da auch gestellt habe. Zum einen geht das tatsächlich mit Hütter und auf der anderen Seite würde ich halt auch behaupten, dass du halt nur mit den jungen Spielern halt auch nichts erreichst. Du brauchst am Ende schon auch so einen Super, der Erfahrung hat und der den Jungen dann auch irgendwie was mitgeben kann. Aber weiß ich nicht, ob das Hütters Strategie tatsächlich ist. Noch. Ich wollte sagen, also
Wir haben doch genügend erfahrene Spieler. Also, keine Ahnung, in Rode ist mittlerweile auch schon fast Bundesliga-Urgestein. Du hast hinten mit dem Abraham jemanden, der dir das durchorganisiert. Du hast einen Hasebe, der sowieso alle Fäden irgendwo lenkt. Also, an gestandenen, ja, älteren, erfahrenen Spielern mangelt es uns nicht. Deswegen kannst du da meiner Meinung nach einfach auch gut junge Spieler reinwerfen. Ja. Die haben genügend Leute, an denen sie sich orientieren können. Da brauche ich nicht den nächsten Tuba, Ilsanka, Dost. Das war eigentlich eine gute Kette, die du da mit Dost auch aufgebracht hast, Marvin. Passt. Es hängt halt stark davon ab, was mit den Leistungsträgern jetzt auch ist. Also wenn wir jetzt Stimmt. die Großzahl derer halten können, dann sehe ich das auch so. Dann haben wir eine Achse, wir haben unsere Stammspieler, wir haben ein Konstrukt, was stabil ist einigermaßen, das sich kennt. Und da kann man sehr, sehr gut junge Spieler ranführen. Jetzt natürlich nicht wie damals Tuta irgendwie aus Brasilien, 19-Jähriger. Das vielleicht nicht, aber einer, der jetzt schon in Europa Erfahrungen gesammelt hat, aber trotzdem noch nicht ganz durchgestartet ist, würde da sofort weiterhelfen können. Perspektivisch. Es ist immer ein Risiko. Das muss man halt gehen. Ich bin auch eher ein Freund von diesem System, was ihr hier auch, Patricia, insbesondere ja auch du jetzt nochmal klar dargestellt hast, junge Spieler ein bisschen risikotransfermäßig. Ich meine aber tatsächlich auch so in den Interviews von Hütter rausgehört zu haben, dass er schon so ein bisschen, er hat nicht schon wieder Lust auf so einen riesigen Umbruch im Kader, er will auf die gestandenen Spieler schon setzen. Ist natürlich dann blöd, wenn dir die Leute, ich sag mal ein bisschen salopp unterm Arsch verkauft, wegverkauft werden, weil du einfach Geld bringen musst. Da haben wir natürlich hier ein Problem. Und so auch, finde ich, dann passt Hütter wirklich von seiner Art und Weise dazu, junge Spieler da einzubinden. Also muss sagen, unter Kovac hat das natürlich alles super geklappt damals. Klappt das jetzt nochmal? Keine Ahnung, ich kann ich ganz schwer einschätzen. Wie seht ihr das denn? Ich finde, bedeutet das denn, wenn er so viel Einfluss hat, dass er eine Kaderplanung so beeinflussen kann, dass das nicht auf die nächsten 3-4 Jahre ausgelegt ist, sondern exakt auf die nächste Saison, dass er bleibt? Also lass uns doch genau dabei bleiben, denn die Hütter-Personal ist nämlich extrem wichtig, das glaube ich nämlich auch. Und das hast du in der vergangenen Saison schon gesehen. Also es gab ja dieses offene Gerücht und was heißt, ob es ein Gerücht war, gut, das können die Hörer und Hörerinnen jetzt beurteilen. es gab aber im Endeffekt das, was uns auch an uns herangetragen wurde, dass mehr oder weniger klar war, dass diesen Kader, der in der letzten Saison zusammengestellt wurde, nachdem so viele gegangen sind, ganz klar Hütters Handschrift war. Und genau die Transfers waren, die Hütter auch selber wollte. Er hat auch offenbar andere Angebote bekommen, die hat er dementsprechend nicht angenommen, auch wenn Manga ist ja weiterhin im Scouting, und hat die nicht angenommen und hat stattdessen die obvious choice genommen. So, und auch jetzt ist es tatsächlich so, wenn es jetzt um die potenzielle Vertragsverlängerung von Hütter geht, dass ihm reicht das nicht aus, immer wieder der Kreator, immer wieder der Aufbauer zu sein, sondern er will derjenige, der Erfolge erzielt. Er ist hierher gekommen nach einem DFB-Pokalsieg eines Trainers. Das ist natürlich schwierig zu erreichen, zu duplizieren, aber er ist selber erfolgshungrig, er hat selber Erfolge schon erzielt und will selbiges natürlich auch tun. Und das kann er aber natürlich nicht, wenn ihm immer wieder Achsen, wir haben eben darüber gesprochen, es wurde wochenlang über Trapp gesprochen, deswegen ist er mit dieser Klarheit jetzt herangegangen, hat gesagt, Trapp ist meine Nummer 1. Ich habe ein Gespräch mit Trapp geführt, habe ihm versichert, dass er meine Nummer 1 ist, hätte er gar nicht mehr tun müssen. Diese Deutlichkeit, dass er seine Achse versucht zu schützen, ja, zeigt mir, dass er willens ist, genau diese Achse zu behalten und gleichzeitig was draufzusetzen. Ich weiß aber nicht, ob das dann das sinnvolle System ist, dass du dann sagst, okay, dann haben wir Zuber jetzt, ja. Keine Ahnung, ich tue mir damit auch schwer, ja. Zuber ist auch total ungerechtfertigt so oft in so einem Gespräch, ja. Der kann dafür ja gar nichts, vielleicht ist er ja wirklich ein guter Spieler. Aber es ist tatsächlich so, dass für mich auch ein Spannungsverhältnis ist, dass Hütter offenbar nicht derjenige ist, der jetzt schon wieder erfreut ist, wenn wir Tuta und irgendeinen Zweitligaspieler aus der französischen Liga anschleppen und das kann funktionieren, muss nicht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das gerade bei ihm nicht so funktioniert. Und ich glaube, das ist ein Punkt, warum es noch an der potenziellen Vertragsverlängerung hängt. Aber dann stelle ich mir jetzt... Wurde ihm so als kleines Smarties hingeworfen, so guck mal, nimm mal den Zuber, jetzt hast du, was du willst, dann unterschreib jetzt. Ich glaube, der wird definitiv nicht so schnell unterschreiben. Aber ich glaube, ein Zuber ist ihm tatsächlich lieber. Ich würde tatsächlich sagen, dass ihm im Zuber lieber ist, auch als ein Spieler, den er nicht genau kennt, der irgendwie in der zweiten italienischen Liga 15 Tore geschossen hat. Das glaube ich tatsächlich schon.
Aber hat man dann nicht grundlegend am Anfang sich nicht sauber unterhalten über das, was man will? Also zwischen Verein und Trainer? Ja, also für einen Zuber, was du gerade eben für einen Zuber brauche ich keinen Manga. Also das habe ich ja gerade gesagt. Das ist ja genau das. Also das war genau das, was ich gerade gesagt habe. In der letzten Saison gab es auch Optionen, die Ben Manga geliefert hat, die er aber nicht angenommen hat. Das ist ja genau der Punkt. Ben Manga ist immer wieder hingegangen offenbar und hat gesagt, das sind die Optionen, die wir bieten. Aber der Kader wurde dann da hauptsächlich nicht von Manga geplant, nicht von Manga und Bobic, sondern tatsächlich von einer Achse, die mit Hütter zusammenhängt, weil die Kaderplanung dementsprechend offensichtlicher war. Es gibt halt unterschiedliche Transferideologien, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und glaube ich, und das ist auch das, wonach es aktuell aussieht. Und die Frage ist halt mit Zuber, das ist natürlich, ne, wie gesagt, tut einem jetzt auch leid, wir müssen die nächsten Transfers abwarten. Da wissen wir noch nicht, wer sich da durchsetzt. Aber wenn es weiter so ist, dass wir offensichtliche Transfers aus der Bundesliga selbst machen, auch unter Berücksichtigung, was wir hier auch die ganze Zeit ignorieren, ist natürlich Corona. Ne? Du weißt nicht, wie viel Geld du zur Verfügung hast. Vielleicht ist es am Ende ein smarter Deal jetzt mit Zuber. Aber es ist halt im Endeffekt schwierig zu planen. Und vielleicht ist es aktuell gerade schwierig, 3,5 Millionen für einen Spieler auszugeben, von dem du nicht weißt, dass es funktionieren kann. Oder du gibst 3,5 Millionen aus für einen Spieler in einer finanziell schwierigen Zeit, wenn uns immer vollgenüllt wird, dass die Eintracht kein Geld mehr hat, dass du jemanden hast, der in der Bundesliga etabliert ist. Wisst ihr, was ich meine? Das ist genau dieses Spannungsfeld, mit dem jeder momentan in dieser ganzen Situation zu tun hat. Und aktuell ist es offenbar, zumindest ist das, was die Eintracht uns sagt, so, dass die nicht wirklich viel Geld haben. Ja, und das macht halt echt noch mal mehr Probleme. Weil sonst könntest du sagen, okay, wir probieren es mit einem Spieler, wie wir die alle, jeder von uns, der hier gerade in diesem Podcast ist, glaube ich, schaut sich lieber Transfers an, die von Endika heißen, die in Jesus Vallejo damals, das war ein geringes Risiko. Geil, ja. Aber das waren Dinge, die geil gezündet haben, die uns angezündet haben. In Haller, ihr könnt mir doch alle nicht erzählen, dass jeder gedacht hat, nur weil er in den Niederlanden 20 Tore geschossen hat, dass der jetzt auch in der Bundesliga so zündet. Das hat ja auch eine Weile gedauert, aber es hat funktioniert. Das sind natürlich die Transfers, die uns emotional an Verein binden. Ja? Aber vielleicht ist es halt so, dass es gerade mehrere Faktoren gibt, die dagegen sprechen. Das passt doch irgendwie alles nicht zusammen. Also die Eintracht baut ja an ganz vielen Ecken seit 2-3 Jahren um und stellt sich in vielen Bereichen neu auf. Und dieses neu aufgestellte zeigt mir einfach, dass der Weg ein anderer ist. Ne? Also ich baue das Scouting richtig aus, was gerade im Nachwuchsleistungszentrum alles umgebaut wird, um bessere Nachwuchsarbeit und vielleicht auch Spieler aus den eigenen Reihen irgendwo mit ranzuziehen. Das sind ja alles Sachen, die völlig konträr stehen zu ich verpflichte Ilsanker, Zuber und sonstige Leute. Das ist ja eine ganz andere Philosophie. Und wenn Hütter sagt, das sind die Transfers, die ich will, und die Eintracht baut sich aber komplett andere Abteilungen drumherum auf, dann passt irgendwas nicht. Ja, das war ja der Punkt, den ich gemeint habe. Ist da am Anfang nicht richtig gesprochen worden, was das Ziel ist, was die Ausrichtung des Vereins ist und was man will? Weil es klingt für mich halt exakt so, als wenn du sagst, du machst ein italienisches Restaurant auf und holst dir einen griechischen Koch. Funktioniert nicht so richtig geil. Ja. Vermutlich. Oder du denkst, du willst gute italienische Küche machen und hast auf einmal den Pizzabäcker im Ofen stehen. Ja. Also so klingt es für mich gerade so ein bisschen. Und da weiß ich nicht, ob das jetzt gerade dann so alles in die richtige Richtung geht. Ich verstehe den Punkt von Marvin zu sagen, so, okay, wir wissen jetzt gerade nicht, wie viel Geld zur Verfügung ist. Wir haben vielleicht auch nicht so die Scouting-Möglichkeit, wie wir es bisher hatten, weil vielleicht auch andere Ligen einfach früher aufgehört haben. Und man muss jetzt irgendwie einfach noch dieses Jahr irgendwie überbrücken und dann macht es vielleicht schon einfach Sinn, für einen adäquaten finanziellen Rahmen einen Spieler zu kaufen, wo du weißt, was du bekommst, um dieses ein Jahr jetzt irgendwie noch rumzukriegen, um dann wieder in diese Richtung zu gehen. Nur alle anderen Aussagen, die ich jetzt gerade eben so gehört habe und die man auch so immer mal wieder vorher gehört hat, sagen mir halt, dass es auch nach dem Jahr nicht in diese kreative, wir schaffen Werte Richtung gehen wird.
Und das verwirrt mich gerade so ein bisschen. Andererseits, ja, wir reden jetzt natürlich über Zuber, wir haben über Ilsager gesprochen, dann müssen wir aber tatsächlich auch so fair sein und Leute wie Ache auch mit ins Boot holen, der auch im Winter jetzt verpflichtet wurde. Fakt ist, dass er jetzt im Sommer da ist und das ist ehrlich gesagt ein Transfer, da weißt du auch nicht, ob der hundertprozentig zündet. Das ist genau sowas, das ist ein Spieler mit den bestmöglichen Anlagen, der U-Nationalspieler ist, der in den Niederlanden gezeigt hat, dass er funktioniert und wir wissen aber nicht, ob es so ist. Also tatsächlich geht das eher in genau die andere Richtung. Ne? Also wenn, dann muss man aufs volle Bild zeichnen. Das ist richtig. Und dann ist da halt auch wieder so dieses Thema, wir wissen halt bei all den Transfers nicht, wer die jetzt am Ende halt eingefädelt hat, so richtig. Ja, ja, aber dieses, also ich sag mal, dieses Corona-Thema, das ist natürlich das Argument, was alles am Ende des Tages schlägt. Ne? Du hast keine Ahnung, ob die Saison losgehen wird, wer weiß, was in den nächsten Wochen noch passiert. Klar sind die Planungen jetzt relativ optimistisch, aber wer weiß, ob das so auch eintritt. Es kann eben auch immer noch die Möglichkeit geben, dass die nächste Saison fast ins Wasser fällt oder genauso behindert läuft, wie diese Saison gelaufen ist, mit allen möglichen Faktoren. Ja. Und deswegen ist es schon verständlich, da vielleicht dann auch irgendeinen Deal einzugehen, bei dem nicht unbedingt Geld fließt, aber der ein oder andere Spieler zufriedener im Kader ist, weil ich glaube nicht, dass Ngacinovic happy ist, die fünfte Saison als ja, Nummer 12, 13, 14 bei uns im Kader zu sein. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Es bringt dir natürlich als Trainer und als Mannschaft auch nichts, jemanden im Kader zu haben, wo du eigentlich weißt, dass der von Tag zu Tag schlechtere Laune kriegt, weil er niemals irgendwie den Weg in das Spielsystem finden wird. Ja. Aber ganz kurz nochmal, um es aufzugreifen, eigentlich reden wir ja hiervon, dass wir natürlich alle hoffen, dass keine Abgänge mehr jetzt stattfinden, weil an sich die Achse, über die wir ja alle schon gesprochen haben, lässt ja hoffen, wenn wir tatsächlich die Spieler auch halten können und dafür jetzt nicht die großen Transfers machen, dass wir schon wettbewerbsfähig sind, auch in der nächsten Saison. Oder seht ihr das anders? Sagt ihr, der Kader hat das Potenzial, nicht oben mitzukicken nächstes Jahr? Ist halt, also dieses Jahr. Ist halt die Frage, wie du Kader an der Stelle umschreibst. Also auch da waren die Aussagen ja auch, wie ich fand, so ein bisschen widersprüchlich. Auf der einen Seite gab es ja die eine Aussage nach dem Motto, wir haben einen sehr guten Kader und wir wollen da jetzt nichts großartig verändern, weil wir auch nicht irgendwie sehen, dass wir viel Geld zum Investieren haben. Aber die andere Aussage war ja auch unverkäuflich, ist auch wiederum keiner. Also was ist jetzt Kader an der Stelle? Ja klar, im Moment, Tag heute, die 30, 32 Leute, glaube ich, sind wir momentan, 35. Die da, ach du Schande, ja, also wie gesagt, es ist natürlich hier, sind Spieler natürlich auch zurückgekommen, ihr habt es schon angesprochen, ich weiß nicht, inwieweit mit Barkok gerechnet wird als wirklicher Neuzugang, vielleicht macht Kamada den nächsten Schritt nochmal, ich kann es halt schwer einschätzen, inwieweit da auch drauf spekuliert wird, Spieler, die in der letzten Saison eben noch nicht so performt haben, dass die jetzt mal wie So, wo wir auch häufig genug drauf geschimpft haben, was dass er jetzt endlich zündet. Und vielleicht ist das der Weg. Ich kann es halt erst eigentlich beurteilen, wenn die Transferperiode fertig ist. Wir wissen wirklich, mit welchem Potenzial wir noch arbeiten können. Dann gehen wir doch das mal ist halt das Problem. Dann gehen wir doch mal einfach, ich habe den Kader jetzt aufgeschlagen, wir gehen jetzt einfach mal durch. Wir gehen jetzt einfach mal durch, von dem wir sagen, bleibt, Fakt ist, die Eintracht wissen halt tatsächlich nicht, ob sie in der nächsten Zeit, da muss man auch sagen, das bestimmt ja auch einiges. Ne? Donnerstag über das Spiel, was wir, da werden wir gleich noch sprechen, das bestimmt natürlich auch den weiteren Werdegang dieses gesamten Kaders. Ne? Auf jeden Fall. Wirst du am Donnerstag trotz aller widrigen Umstände weiterkommen und vielleicht geht dann sogar in diesem Wochenendturnier oder beziehungsweise in diesem in fortlaufenden Wochen vielleicht geht dann sogar noch mehr, dann sieht die ganze Sache anders aus. Tatsächlich ist es übrigens auch eine Schwächung, dass Gacinovic jetzt schon gegangen ist, dass er uns am Donnerstag nicht mehr zur Verfügung stehen kann, dadurch, dass wir ja die Leute, die wir jetzt neu im Kader haben, zum großen Teil gar nicht einsetzen können, ne? Was auch schwierig ist. Ja, richtig, ja. Aber gehen wir das doch einfach mal durch. Also, Trapp, sind wir uns alle einig, bleibt, oder? Ja. Ja. Also, nach den letzten Meldungen würde ich sagen, ja, ne? Mhm. Okay. Renault? Ich bin da nicht so 100%. Ich habe noch so einen kleinen 10%igen Teil, wo ich davon ausgehe, dass Trapp noch gehen wird. Aber wir nicht hatten zur Hertha. Ja schon mal. Wir hatten das schon mal. Also er hat ja den Vertrag verlängert und ist dann zu PSG gegangen. Also stimmt, mit so einem großen Video von wegen Vertragsverlängerung. Gott. Zwei Tage später großes Video. Ja, ihr seid mir viel wert, aber ich gehe zu PSG. Das war auch so ein bisschen... Habe ich einen Knacks wegbekommen, aber... Ja. Die Aussage war ja nur, er geht definitiv nicht zu Hertha BSC.
Da gibt's ja, wobei er auch, also er hat ja auch selbst gesagt, er hat gar nicht an Wechsel gedacht und er sucht jetzt nicht aktiv nach einem neuen Verein. Das klang schon so wie, ich möchte bleiben, aber ja, Stand jetzt, ne? Ja, Stand jetzt. Ich wollte gerade sagen, Stand jetzt ist der Spieler von Eintracht Frankfurt. Ja, ja. Schauen wir mal, Freitag früh, 10 Uhr. Aber Fakt ist, es ist halt wichtig für Hütter. Ne? Für Hütter ist es wichtig. Ja. Für Hütter, aber wie du schon auch gesagt hast, die Art und Weise, wie der Kader aufgebaut wird, und das entscheidet sich ja sehr wahrscheinlich auch dann jetzt weiter nach dem Donnerstagsspiel, ist halt auch dann die Entscheidung für Hütter, Vertrag zu verlängern und hier ein längerfristiges Bündnis einzugehen oder nicht. Also da sind halt sehr viele Variablen in dieser Gleichung. Stimmt. Dann gehen wir trotzdem mal weiter. Also Renault, gehen wir wahrscheinlich alle davon aus, dass er mittelfristig sich wahrscheinlich einen anderen Verein sucht, wenn Trapp bleibt, oder? Nachdem Schwolo heute zur Hertha gegangen ist, setze ich auf Renault auf Schalke. Oh, spannend. Ja, könnte gut sein. Oh, ja. Schalke hier mit neuer Gehaltslimitierung wird sich nicht allzu viel leisten können. Deswegen glaube ich, wäre das auch kein sinnfreier Schritt. Ja. Nö. Ja, definitiv. Könnte durchaus sein, ja. Könnte ich mir vorstellen. Aber da will ich eins zu sagen. Ich will nicht mit Felix Wiedwald als Nummer 2 in die Runde dann gehen. Klar, guter Punkt. Genau, gehen wir gleich da weiter. Also Renault, sind wir uns alle einig, wenn Trapp bleibt, wird er wahrscheinlich nicht über diese Transferperiode hinaus bei der Eintracht bleiben. Genau, ja, das ist natürlich, du hast vollkommen recht. Dann müssen wir für Felix Wiedwald jetzt die nominelle Nummer 3 aktuell. Ja, kann vielleicht auch Nummer 3 bleiben, aber da muss natürlich schon nachgebessert werden. Ne? Du brauchst eigentlich wieder einen gleichwertigen Konkurrenzkampf in im Torhüterbereich. Ja, absolut. Ja, mit Jan Zimmermann ist ja ein Torhüter, der zwischen 3 und 4 geschwankt. Das ist ja mittlerweile schon im Tor-Trainerstab. Ja, das ist ja auch ganz gut. Macht ja dort viele Fortbildungen. Ivan Ndicka, habe ich bislang nichts gehört. Patricia, der wird erstmal bleiben, oder? Ich hoffe es sehr. Also gab es da nicht irgendwelche PSG-Gerüchte, wobei ich da sehr, sehr schwammig, glaube ich. Wobei ich da denke, wie die mit ihren eigenen Talenten umgehen, weiß nicht, ob die jetzt auch unser Talent unbedingt brauchen, was ja jetzt nicht mehr Talent ist, aber schon noch irgendwie, weiß halt nicht. Ich halte jetzt einfach mal, bisher noch nichts Konkretes gehört, deswegen gehe ich davon aus, dass er jetzt noch eine Saison macht, hoffentlich. Ja, also, ja. Ich hoffe auch. Ja, genau. Also dann gehen wir alle mal davon aus, dass er bleibt. So, jetzt kommen wir aber schon zu Spielern, die durchaus wieder gerade ganz aktuell, wir sind ja jetzt ein aktueller Podcast, vielleicht hört uns der ein oder andere auch live zu. Martin Hinteregger, gerade vor ein paar Minuten das nächste Gerücht aufgeploppt. Ne? Und und zwar, dass der FC Sunderland Interesse hat. Ich glaube, das war auch schon länger mal. Auf jeden Fall ist FC Sunderland aktuell unter dem für ihn natürlich auch bekannten Trainer Ralf Hasenhüttl sehr interessiert. Das müsste Southampton sein. Was habe ich gesagt? Sunderland spielt auf dritte englische Liga. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, danke. Gut, dass du sagst Southampton. Ich habe sie die ganze Zeit aus. Southampton, Sunderland, naja. Aber Sunderland war auch mal der erste. Was mit S? Ich glaube schon, ja. Ja, was mit S, ja, genau. Sehr gut, danke für die Korrektur. Southampton, genau. Mit Ralf Hasenhüttl als Trainer. Durchwachsene Saison jetzt als Tabellenelfter gespielt, aber scheint tatsächlich ein ernsthaftes Interesse an Martin Hinteregger zu haben. Und was ich da jetzt im Transfer, ich müsste mal ganz kurz gucken, ich habe den Tweet auch schon so offen gehabt, irgendwie werden roundabout 20 Millionen Pfund, ja, die gerüchtet werden. Das kann sich dann aktuell. Das kann sich dann jeder übersetzen. Das weiß ich nicht genau, aber Fakt ist, 1:1 ja mindestens, oder? Es gibt leider immer wieder Gerüchte um Martin Hinteregger und Southampton. Ich weiß nicht, ich finde den Verein jetzt so mäßig attraktiv, aber vielleicht ist es gerade in Anbetracht der Tatsache, dass ein Multimillionen-Euro-Vertrag oder Pfund-Vertrag für mehrere Jahre. So ganz sicher ist der Junge nicht, oder was meint ihr? Also es wären 22 Millionen Euro. Also ich würde es fast ein bisschen zu wenig finden, tatsächlich. Ich könnte mir allerdings, auch wenn es mir sehr leid tun wird, könnte ich mir das für ihn als nächsten Schritt, wie du schon sagst, auch mit dem Trainer und so weiter, könnte ich mir das durchaus vorstellen. Es würde mir aber ernsthaft in der Seele wehtun. Ich glaube noch nicht mal, dass er das für sich sehen würde. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein Deal ist, wo die Eintracht sagt, komm, Innenverteidiger, haben wir noch 2, 3, den verkaufen, bringt Geld in die Kasse und tut weniger weh, wie zum Beispiel ein Kostic.
Ja, aber Leute, dann wären wir doch wahnsinnig, wenn dann Abraham im Winter geht. Winter noch geht und dann spielst du in der Innenverteidigung mit ein Dicker. Und Hasebe noch dann eventuell verletzt ist, dann ja. Hast du wirklich das, also muss man doch hier wirklich sagen, Hinteregger. Kann noch spielen. Oh Gott. Ja gut, aber ob das jetzt erste Wahl für die Position ist? Ja, hast du einen Zuber, der will nicht Linksverteidiger spielen, einen Ilsanker, den du nicht in der Innenverteidigung sehen willst? Also, ich weiß ja nicht. Ja, dann musst du halt wieder reinvestieren. Also, weiß nicht, wenn die jetzt Hinteregger abgeben, dann will ich halt einen Innenverteidiger sehen, der aber genau. auch irgendwie genau. sofort einsatzfähig ist, der aber nicht unkreativ ist. Also, wird schwierig, mich zufriedenzustellen, aber das ist ja nicht. Ich wollte gerade sagen, schreist du gerade nach dem müssen wir dann 40 Millionen hinschleichen. Captain Obvious Transfer. Ja, also das befürchte ich dann halt, dass halt genau das passieren wird. Wollen die Bayern nicht Boateng loswerden? Weiß nicht, ob wir das so wollen. Aber das ist, ja, Patricia, du hast ja vollkommen recht. Das ist nämlich die große Schwierigkeit. Ne? Ich meine, du hast zwei Optionen verstreichen lassen. Du hast die kostenfreie, also natürlich Handgeld, pipapo, aber ablösefreie Option mit Knoche verstreichen lassen, ne? Wo es die eine Meinung gab, die gesagt hat, naja, das könnte doch aber ein ganz guter Transfer sein, ne? Noch nicht so alt. Auch der denn jetzt Nationalspieler und so weiter zu Union Berlin, was eine krasse Kiste tatsächlich ist. So, das hast du verstreichen lassen. Du hast mit Anton Johann, gut, ich hab's heute nicht so mit Namen, mit Waldemar Anton hast du einen Spieler, der auch potenzieller Nationalspieler sogar auch war, auch Junior-Nationalspieler, der bei Hannover gespielt hat, ist jetzt auch gewechselt. So. Also das sind zwei Spiele, die in eine ähnliche Kategorie, nicht von der Qualität, weil Hinteregger eine Qualitätsstufe drüber ist, allein mit seiner Torgefährlichkeit, aber das wären Leute gewesen, die du bekommen hättest können. Alles andere, ihr sagt es ja vollkommen richtig, du würdest am Ende echt mit Problemen darstellen, wenn plötzlich ein Dika und Touré deine einzigen Verteidiger sind, die unter 30 sind. Ne? Weil du sowohl Abraham als auch Hasebe, ja, wie lange können wir mit denen noch planen? Beide haben eigentlich mehr oder weniger ihren mittelfristigen Abschied angekündigt. Und bei Tuta, das ist eine vielversprechende Hoffnung, aber das wissen wir halt nicht. Und selbst dann haben wir zu wenig. Ja. Weil sowohl Yannick Brugger als auch Finn Otto, die beiden Junioren, jungen Spieler 18 und 19, da kannst du mit denen überhaupt nicht planen. Und wir wissen, wie gut die Eintracht in Anführungsstrichen in der letzten Zeit mit ihren Jugendspielern umgegangen ist. Aber Marvin, schwierig. Du hast noch Fayet vergessen. Nee, ja, richtig, genau. Fayet. Wären wir jetzt. Genau. Fayet kommt jetzt oder ist jetzt, dürfte heute wiedergekommen sein, ne? Ich glaube, es ist ja. Jetzt vorbei. Ja, genau. Fayet hat ja zuletzt in der Türkei relativ viel gespielt am Ende der Saison. Da weiß ich nicht, haben die nicht ein Vorkaufsrecht oder sowas? Haben die irgendwas? Ich meine, der wäre was drin, aber sie hatten, glaube ich, diese Klausel nicht gezogen, soweit ich das verstanden habe. Wie immer. Also ja. Tatsächlich ohne Scheiß, Deals mit Fenerbahce oder Beşiktaş in der letzten Zeit sind nie so, dass die Kaufoptionen sind, also beziehungsweise, dass die Kaufoption gezogen wird. Das ist echt frustrierend. Aber ja, was sagen wir denn mit Fallett? Auch ein sympathischer Kerl, aber so wirklich weiter geht es wahrscheinlich bei uns auch nicht, oder, Alex? Der hat ja auch solide Spiele gemacht, ne? Also der steht halt hinten wie eine Wand. Das ist halt auch eher Marke, ich klopfe den Ball mal auf die Tribüne. Ein kreatives Aufbauspiel geht mit ihm auch nicht. Aber wenn unsere Anforderungen jetzt auf dem Niveau sind, ja dann willkommen zurück, Simon. Ich sag mal so, den kannst du als Backup in einer kritischen Situation immer noch verwenden. Für ein, zwei Spiele ist der immer gut. Ich glaube auch tatsächlich, dass der stimmungsmäßig für die Mannschaft echt ganz okay ist. Für den wirst du jetzt auch nicht die riesen Ablöse bekommen und ich glaube auch nicht, dass er für den das riesen Geld bezahlt. Also ich würde ihn jetzt nicht zwanghaft irgendwie versuchen, irgendwie zu verramschen. Okay. Also den muss man nicht unbedingt abgeben, meiner Meinung nach. Gerade wenn du jetzt sagst, du brauchst vielleicht auch den einen oder anderen, weil wir ja doch auch gerade in der Abwehr den einen oder anderen älteren Hasen dabei haben, ist es vielleicht ganz gut. Aber da will ich nicht für Fayet spielen, bitte. Nee, ich muss wirklich sagen, lieber abgeben und was Neues probieren. Ich finde, ich halte von Fayet wirklich da hinten in der Innenverteidigung nichts. Oder hast, also ich würde dann lieber auf so einen jungen Spieler nochmal, also da bin ich Team Patrizia in dem Fall, was Junges probieren nochmal, dann zur Not, wenn Hinteregger geht, will ich auf keinen Fall mit Fayet dann aber du hast doch noch den einen oder anderen jungen Innenverteidiger tatsächlich da, mit dem du probieren kannst. Mit gutem Potenzial, ich weiß, meinst du jetzt Finn Otto und
so die Leute das. Uta, Otto, also da hast du ja den einen oder anderen. Ja, also ja, aber du brauchst ja auch eine gute Achse im Endeffekt mit Leuten, die, ja, okay. Das sind alles Spieler für mich, die kannst du in ein funktionierendes System, wenn die Spiele funktionieren, dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es von euch gesagt hat, wenn das Team funktioniert, kannst du super junge Spieler integrieren, dann klappt das auch und dann machen die sich keinen Stress, dann blühen die richtig auf. Aber in Situationen, dass du hier im Kaderplanungstag 4.8. für die neue Saison sagst, ach komm, Gestandenen, die verkaufen wir jetzt mal, die Jungen, die reißen das dann schon und mit Testen ein bisschen, da würde ich ja wahnsinnig werden. Da müssen wir einfach aufpassen, dass das das Verhältnis zwischen wirklich gestandenen, ordentlichen Spielern und den Jungen, die dann auch im Endeffekt natürlich eine gewisse Verantwortung übernehmen müssen. Aber du darfst denen keinen Stress machen, weil ich glaube, das funktioniert nie. Und da, wie gesagt, für mich ist dann Simon Fayet, wenn der mit so einem Jungen noch dann spielen muss, da habe ich an zwei Positionen, wo ich wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekomme, sobald ein Gegner anläuft. Also da muss man einfach, finde ich, höllisch aufpassen, dass man jetzt hier eine stabile, und wir haben immer gesagt, die Defensive muss unbedingt stabil sein, sonst geht es auch nach vorne nichts, dann funktioniert es mit der Doppel-6 wieder nicht und so weiter und so fort. Also gerade da hinten tut es mir echt weh, wenn wir hier Säulen verkaufen, wenn wir nicht adäquat nachlegen. Und ich glaube, dass die Situation es nicht hergibt, dass wir einen Abgang von Hinteregger durch einen gleichwertigen Ersatz dann wieder kompensieren. Und da kriege ich einfach Magenschmerzen. Deshalb hoffe ich einfach, dass wir die Leute beisammenhalten. Ich glaube halt, den Hinteregger-Ersatz haben wir ja im Kader. Ich glaube, das soll dann ein Dieker sein, weil wirklich oft zusammengespielt haben die beiden nicht. Das heißt, ein Dieker soll den nächsten Schritt zum Stammspieler spielen machen. Und dann brauchst du halt einen Ersatz für entweder einen Dieker als Backup quasi oder halt einen Ersatz für einen der alten Hasen, dass du halt neben einem Dieker jemanden aufstellen kannst, weil die linke Seite war ja eigentlich von Hinti gepachtet und ein Dieker war da jetzt nicht so häufig auf dem Platz. Stimmt, ja. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der Ersatz für Hinti eigentlich schon ein Dieker ist und du dahinter aufbauen musst. Dass du halt keinen direkten Ersatz für Hinteregger brauchst. Ja, das ist ein guter Ersatz. Ein Dieker, ich finde den super und ja, mich stört dann halt nur wieder die Breite in der Innenverteidigung, die dann fehlt. Oh ja, das stimmt, ja. Ja, aber das ist ein sehr, sehr guter Punkt tatsächlich. Also ich finde, vielleicht ist es so. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass du mit dem Dika den potenziellen Hinteregger-Nachfolger da drin hast, okay? Kann ich nachvollziehen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, ne? Man muss auch immer überlegen, Hinteregger ist selber 27, wer weiß, vielleicht ist das noch ein großer, richtig großer Vertrag und wir wissen, wie in Großbritannien auch das Geld bezahlt wird und dann ist es, Sunderland, ist es Southampton am Ende des Tages, die wahrscheinlich doch ein paar Euro locker machen können und vielleicht nochmal in anderen Preiskategorien bezahlen. Ja, stimmt. I don't know, das wissen wir nicht. Wenn es ein 5-Jahres-Vertrag ist, wo er pro Jahr 5 Millionen bekommt, ist ja auch niemand sauer. Ne, muss man auch sagen. Klar, kann man nachvollziehen. Aber es zeigt sich, in der Defensive scheinen da wirklich Dinge dann aufzureißen. Wir haben auch gesagt, Tuta wollen wir behalten. Ne, den wollen wir jetzt auf jeden Fall erstmal sehen. Ne? Genau. Abraham bleibt auch. Die beiden habe ich eben schon genannt. Ja. Finn Otto und Yannick Brugger, die kann ich nicht seriös beurteilen. Von Finn Otto weiß ich, dass er Juniorennationalspieler ist, ein großes Talent. Ja. Das wird zumindest immer wieder gesagt. Das müsste man uns aber vielleicht jetzt mal zeigen. Und wichtig ist halt, dass sie irgendwo mal Einsatzzeit bekommen. Ich würde sagen, die brauchen auch Einsatzzeit. Also im Zweifelsfall sind das so Kandidaten, die du eigentlich in irgendeine zweite Liga oder irgendwas verleihst, damit sie Einsatzzeiten bekommen. Weil die werden jetzt bei uns nicht Stammspieler in 20 Spielen sein. Ja, genau. Müsste man halt mal was tun. Ne? Ja, genau. Dann gehen wir weiter. Also jetzt die Innenverteidiger abgehandelt. Wie sieht es mit Jethro Williams aus? Ist die Alex schon wieder da oder muss sie noch Rollladen aufhängen? Schon wieder da. Alles klar. Was sagst du zum Jethro? Ich glaube, dass da an einem Deal versucht wird, weiterzuarbeiten, dass er zurück nach England geht. Also der hat sich ja auch hier nicht mehr wohlgefühlt. Es war sein Wunsch, in die Premier League zu kommen. Den wird er immer noch haben. Ich glaube nicht, dass der Bock hat, hier zu bleiben. Und ja, also böse bin ich auch nicht drum. Ich glaube, er geht. Wie siehst du das, Marvin? Ist ja tatsächlich auch so eine Sache. Ich glaube, ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Aber hat er nicht letztens sogar auch einen Tweet abgeschickt? Warte mal, Willems. Vielleicht finde ich das jetzt gleich. Jethro.
Ich habe letztens so zumindest irgendwas gelesen, so in der Richtung, dass er heute vor einem Jahr gepostet hat, als er sein Trikot von Newcastle United bekam, wo er ja extrem glücklich war. Ich weiß nicht, ob er bei der Eintracht glücklich wird. Ich habe so das Gefühl, dass wir es haben ja ein paar Mal probiert. Er ist ja auch ein Pokalheld tatsächlich. Ist ja auch jemand, der in der Pokalsaison bei der Eintracht gespielt hat. Aber so hundertprozentig Klick hat es halt auch bei ihm nicht gemacht, oder nee, Patricia? Richtig. Nee, also sehe ich genauso. Ich glaube auch, dass das einfach ein Deal wird. Und wenn, ich meine, die Eintracht braucht Geld, sagt sie ja auch immer. Mhm. Das ist ja prädestiniert dafür, dass du irgendwie es sogar an den englischen Verein gibst. Wenn es gut läuft, zahlen die auch noch ordentlich. Jetzt keine Welten, aber doch ganz gut. Und dann ist der Spieler glücklich. Die Eintracht hat ein paar Millionen in der Kasse. Und ich glaube, dann sind wir auch alle zufrieden. Du musst halt auch bedenken, der ist jetzt im letzten Jahr seines Vertrages. Der läuft 30.06.21 aus. So, die einzige Chance, die du jetzt hast, um da noch ein bisschen Ablöse zu kassieren, ist halt exakt jetzt. Der wird den Vertrag nicht verlängern, dann geht er Ende des Jahres, Ende der Saison ablösefrei. Das bringt uns halt auch nichts. Ja, also Frage, ist er denn wieder fit? Ich glaube, der steigt jetzt wieder ins Training eingestiegen. Die Sache ist, das dürfen wir nicht vernachlässigen, auch wenn er bei uns aus irgendeinem Grund nicht so wirklich funktioniert hat. Also er hat ja immer wieder Ansätze gezeigt, wir wissen, was er kann. Der ist in der Premier League, obwohl er nur 19 Spiele gemacht hat, hat er ja dort echt gut eingeschlagen bei Newcastle. Der wurde auch ich habe da mal immer so quer gelesen, was der Typ da so bei Twitter gemacht hat. Aber da habe ich auch gesehen, der hat auch den ein oder anderen, also nicht Auszeichnung, aber es sind die ein oder andere Elf des Jahres gewählt worden, ne, wo du auch sagen muss, okay, dafür, dass er halt nur so wenig Spiele gemacht hat und dann diese bitterliche Verletzung hatte. Also der kommt da halt vielleicht auch einfach besser zurecht. Und ich hoffe, das Geile wäre halt gewesen, er wäre fit geblieben und dann hätte Newcastle einfach die Kaufoption gezogen und es wäre für alle Seiten eine geile Angelegenheit gewesen. Das ist halt jetzt nicht der Fall. Wobei man halt auch dazu sagen muss, dass er bei der Eintracht nicht richtig Fuß gefasst hat, weil wir auch relativ schnell dann auf die Dreierkette gewechselt sind und da für ihn auch kein Platz mehr war. Ne? Also jetzt, wo wir mit Viererkette spielen und wieder einen richtigen Linksverteidiger brauchen, könnte das für ihn einfach auch nochmal eine andere, also sind die Karten nochmal ganz anders gemischt. Ich glaube, das könnte für ihn eine Chance sein. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass sein Abgang zu verkraften ist, weil wir uns auch eh schon dran gewöhnt haben, ohne ihn klarzukommen. Und da gibt es vielleicht die ein oder andere Mark und ja, dass er in die Premier League will und die Bundesliga für ihn auch nur ein Sprungbrett war, um da hinzukommen, ist ja auch kein Geheimnis und deswegen. Ja. Erik Durm, dann. Ja, guter Punkt mit dem Linksverteidiger. Das ist natürlich ganz kurz noch Marvin, nochmal kurz zu Willems mit der Linksverteidigerposition. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, Alex, was du da sagst, denn bei uns natürlich auch die Situation, in denen er als, ich glaube, teilweise als Sechser aushelfen musste, war natürlich dann auch schwierig und hat natürlich dann auch häufig dazu geführt, dass dann so Harakiri-Aktionen dabei waren, wo er dann auch mal rote Karte, bisschen Blackout und so weiter und so fort hatte. Das ist natürlich alles noch im Köpfen bei uns, aber vielleicht mit einem Neuanfang hier und wirklich einer Position, Linksverteidiger können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Also vielleicht kriegt er doch nochmal Chance. Also ich bin gar nicht so sicher, ob er geht, aber gut, schauen wir mal. Sorry, Marvin. Ja, genau. Der nächste wäre auf der Liste. Durm. Du hast gerade schon gesagt, Durm. Ja, also ich finde Durm super schwierig. Ich glaube, Patricia, du hast vorhin so schön gesagt, als Negativbeispiel wurde hier häufig Erik Durm genannt. Ja, das passt auch. Also ganz unglücklich, wirklich schwierig. Ich glaube auch nicht, dass er viel Zeit in der neuen Saison bekommen wird. Wie lange hat er denn eigentlich Vertrag bei uns? Ewig noch, oder? 30.06.23. Also mal schauen, ob wir jemanden finden. Ich glaube tatsächlich, dass er Zukunft bei uns hat. Oder seht ihr das anders? Ich glaube nicht, dass er viel Einsatzzeit bekommen wird. Ich glaube aber auch, dass wir ihn nicht so schnell loswerden. Ich glaube, dass es einfach für ihn auch gerade keinen Markt gibt. Ne? Also ich habe viel Hoffnung in ihn gesteckt, als er zu uns kam. Aber die wurden auch nicht ganz so erfüllt. Ja, von daher glaube ich, dass... Freundlich umschrieben, ja. Ja, dass der Markt für ihn momentan, also keine Ahnung, selbst wenn sich jemand, also wenn jemand kommt und sagt, hier für 500.000 nehme ich ihn, dann würde ich sagen, ja, lass den Hut auf. Also dann lieber behalten, weil das ist jemand, der zumindest hinten ja, mal ein solides Spiel gemacht hat, aber... Aber er kam ablösefrei und deshalb hat er wahrscheinlich ein hohes Gehalt. Also ich würde ihn sofort für 500.000 Euro los. Ja, aber genau deswegen sage ich ja, du wirst ihn wahrscheinlich nicht los. Der hat noch drei Jahre Vertrag, der weiß, dass es gerade keinen wirklichen Markt für ihn gibt. Und er steckt das ist es nämlich. Viel Geld ein. Also
der wird halt einfach das Patrizia soll. Ich würde gerne Patrizias State zu Durm hören. Das wäre mir wichtig. Ja. Ja, es tut mir ja so ein bisschen leid. Ich will ihn ja nicht immer als Negativbeispiel anführen, aber es ist halt nun mal Fakt, dass das nicht gut geklappt hat und dass er halt gar keine, also wirklich gar keine Rolle gespielt hat. Also er war ja nicht mal eine Option als, der wäre nicht mal eine Option, wenn was weiß ich was passiert. Das ist halt das Problem an der Sache. Das stimmt. Deswegen, ja, ich würde es auch jetzt nicht traurig finden, wenn er geht. Sehe es aber auch noch nicht so kommen. Also ich sehe auch nicht, wer ihn denn holen sollte und warum, weil er halt, ich weiß auch nicht, auf wie viel Gehalt er verzichten würde bei einem Wechsel und wie sich das alles vertraglich gestalten soll. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass er es aussitzt und halt als Backup da ist und dann vielleicht auch mal das ein oder andere Spiel macht, wenn es wirklich, wirklich brennt. Aber ja, nicht viele, ne? Also so ein paar, 3-4 Einsätze und das war es dann auch schon wieder. Weiß nicht, ist das so ein bisschen so eine, ja, so Kaderleiche ist kein schönes Wort, aber ist halt so, ja, er ist halt da und er wird auch nicht wirklich gebraucht, aber er wird auch nicht woanders wirklich verlangt. Deswegen ist es sehr, sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, ja. Mir wäre es lieb, wenn er irgendwo eine Aufgabe findet, die für ihn irgendwie fordernder ist und womit alle zufrieden sind. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Ja, geh ich mit, tatsächlich glaube ich auch, brauchen wir jetzt nicht mehr, viel mehr Worte verlieren. Die Sache ist, wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir nicht alle Linksverteidiger plötzlich aus dem Kader rausnehmen, ja, und plötzlich stehen wir da und denken, oh, wir haben aber jetzt hier Kaderplanung gemacht, plötzlich schon mal keinen Linksverteidiger mehr. Ja, dann muss, ne? Zuber halt, ich doch, sagen, muss also, Zuber halt doch Linksverteidiger spielen, ja. Der soll sich mal nicht so anstellen hier. Sehr gut. Bisschen besser sieht es da aber mit Danny da Costa. Ich glaube, wir machen da mal relativ fix. Danny da Costa hat jetzt geheiratet. Ich glaube, die Sache sieht wieder einigermaßen safe aus, dass er hat die letzten Spiele ja auch mal wieder gespielt, hat auch mal wieder ein bisschen Akzente gesetzt. Ich glaube, einen vorsichtigen Aufwärtstrend hier festgestellt zu haben. Er fühlt sich in Frankfurt wohl und wenn nicht komplett was dagegen spricht, geht er vielleicht in die nächste Saison. Also das ist das, was ich mir, glaube ich, Daumen hoch, ja. Wovon ich aktuell ausgehe. Genauso sieht es aus mit einem Mami Touré, der ja in dieser Zeit ja tatsächlich relativ oft gespielt hat. Ein sehr streitbarer Spieler, gerade wenn ich da schräg rüber gucke, in meinen virtuellen Blick zu Dennis, der den Spieler ja durchaus ein bisschen kritischer sieht als viele andere. Aber auch er hat insgesamt immer 19 Spiele gemacht. Ich weiß nicht, wollen wir das Fass jetzt aufmachen oder ist da auch Touré erstmal ein Spieler, den wir jetzt nicht freimütig abgeben sollten? Was ist da euer Take? Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt abgeben. Also es sei denn, du kriegst halt wirklich. Nee, selbst wenn du ein hohes Angebot kriegst, nicht. Der Kerl ist 24, der hat noch ein paar Jahre. Da hast du noch Möglichkeit, die Rakete irgendwie zu zünden. Und er zeigt ja schon auch, dass er spielerisch das kann, wenn wir halt endlich mal ein vernünftiges System gefunden haben, in dem wir spielen wollen und nicht irgendwie hier auch permanent die Rotationsmaschine anwerfen, dann glaube ich schon, dass der eine Möglichkeit noch hat. Also, nee, da lassen. Ich sehe den gar nicht so kritisch. Also ihr redet ja fast über Touré genauso wie über Durm. So. Das, also ich finde, der macht einen guten Job da hinten. Das ist ein bisschen Ungleichverhältnis zwischen Offensive und Defensive und manchmal ist er genau am anderen Ende von da, wo er gerade sein sollte, aber das kriegt man ja in die Praxis in den Griff. Das ist ja das, was ich meine. Du hast ja noch ein paar Jahre, um dem dann noch so ein bisschen unter die Arme zu greifen oder unter die Füße zu greifen, je nachdem. Dass er an der Stelle ist, wo er halt in der Situation auch sein muss. Also das ist ja noch, da ist er noch nicht Hopfen und Malz verloren. Also warum? Hat sich tatsächlich mit 24 hat er auch auf jeden Fall noch Potenzial. Marvin, weil du es so schön angesprochen hast, weshalb ich ihn so kritisch finde, ist, liegt glaube ich auch mit daran, dass er häufig in, ja, ich sag mal, in taktischen Kader oder in taktisches System gestellt wird, das ihm einfach nicht hundertprozentig liegt. Und hat sicherlich seine Stärken als rechter Verteidiger. Wenn dann teilweise die Innenverteidigerleistungen dagegen stehen, da wird es mir dann wirklich trotzdem eher Angst und Bange, wenn ich überlege, dass er vielleicht dafür wieder mit eingerechnet wird. Denn wir müssen ja immer schauen, was sind denn so die Kaderplanung, was ist denn im Kader, wer kann denn welche Position abdecken. Das Almami Touré, Rechtsverteidiger, absolut in Ordnung, super. Als Innenverteidiger auf der rechten Seite für mich eher nicht geeignet. Oder ja, es ist
es ist immer schwierig. Ich muss wirklich sagen, ist für mich ein Spieler, der auch noch jung ist, der noch Potenzial hat, auf keinen Fall jetzt verkaufen. Momentan in der Krise können wir auch den gut gebrauchen im passenden System. Aber da wird es halt auch mal Zeit, dass sich dann entschieden wird und dass auch ein Spieler dann nicht ja auf eine Position gestellt wird, die nicht hundertprozentig seinen Stil darstellen. Deshalb rege ich mich da nur auf. Das liegt dann gar nicht am Spieler, sondern wahrscheinlich eher am System und am Trainer, der ihn dann da halt auch aufstellt. Ich will nur meinen, dass er natürlich aber sowohl in der Innenverteidigung gute Spiele gemacht hat, als auch auf der Rechtsverteidigung-Position. Ja, ja, es ist also, wir haben das Superspiel gesehen, wo er auch brilliert hat gegen Bayer Leverkusen, ne, da als Innenverteidiger, gleichzeitig auch als Rechtsverteidiger auch mal ein Tor gemacht. Ne? Also klar, die finale Konstanz fehlt noch, aber ich glaube, wir sind, glaube ich, uns alle einig. Der Junge bleibt auf jeden Fall. Kann uns weiterhelfen, auf jeden Fall. Definitiv. Ja. Timmy Chandler brauchen wir auch, glaube ich, nicht drüber reden. Der wird seit Lebtag, wenn er jetzt nicht gezwungen wird, dann wird er auch nicht mehr wechseln. Ja, das funktioniert auch gut. Ilsanker, gut, den haben wir ja jetzt auch erst gekauft. Ich glaube auch, wenn da kontrastierende Meinung ist, die Alex wird wahrscheinlich ganz gerne wieder zurück zu Leipzig. Ist der Stefan aber tatsächlich auch jemand, der uns nicht verlassen wird, gehe ich mal von aus. Toro haben wir eben schon gesagt. Ist Toro ein Spieler, ist weg. Der mit aller Wahrscheinlichkeit. Nee, es wurde bestätigt worden. Vor 50 Minuten für 2 Millionen Ablöse. Was ist denn da los mit deinem Twitter, Marvin? Nicht geupdatet. Ja, keine Ahnung. Kann ich beides gleichzeitig machen. 2 ja. Millionen Ablöse wechselt er nach Spanien. Super. Also das ist 2 Millionen ist ein bisschen für mich ein bisschen zu wenig tatsächlich, ne? Weil wir haben, glaube ich, damals 3,5 bezahlt, jetzt 2 Millionen, aber gut, die Saison lief auch nicht gut. Alles Gute. Also das ist zumindest die Ablösesumme, die hier Osasuna bestätigt hat. Okay. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch irgendwie nach Einsätzen irgendwas fließt, aber... Okay. Hasebe bleibt ebenfalls, zumindest das Jahr noch. Nils Stendera, Patrizia, hast du irgendeine Idee? Was machen wir mit Nils Stendera? gute Frage. Ich sehe da jetzt nicht viel. Ich habe jetzt aber auch nicht viel von ihm gehört, wie wir alle, glaube ich, hoffe ich, dass ich die einzige Uninformierte bin. Großer Fan von ihm auf Instagram. Echt, ja? Ja. Also er trainiert auf jeden Fall wie ein Wilder, ne? Na komm, immerhin. Das ist schon mal, das ist sehr lobenswert. Grundvoraussetzung, glaube ich, auch für so einen Fußballer, oder? Dass man gelegentlich trainiert. Wenn er die gleichen Gene wie sein Bruder hat, dann ist ihm das auch geraten. Ja, nee, auf jeden Fall auch eher so, ich glaube nicht, dass wir jetzt wirklich viel mit ihm planen. Ein kleiner Exkurs, wenn wir gerade schon beim zentralen defensiven Mittelfeld sind. Wusstet ihr, dass Ndika das spielen kann, laut eigener Aussage? Er hat irgendwie bei Eintracht TV gesagt, die liebste Position für ihn ist Sechser. Und das hat mich ein bisschen verwundert, überrascht und ich fand das sehr spannend. So als kleiner Einwurf. Das ist wirklich spannend. Tatsächlich nie vorher gehört. Stimmt, das hat er recht, ja. Hat er bei uns, glaube ich, aber auch noch nie gespielt, diese Position, oder? Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Ja, nicht, genau. Ich weiß jetzt voll gut, dass du sagst, weil ich hatte dann danach mal geguckt, wann der denn mal irgendwie diese Position bekleidet hat, aber weder bei der Eintracht noch bei seinem Verein davor war das jetzt wirklich eine relevante Position. Umso spannender, dass er das, ja gut, aber von mir aus kann er auch das spielen. Aber er hat halt komplett selbstbewusst gesagt, ja, meine liebste Position ist Sechser und ich dachte mir, okay, aber warum spielst du denn dann da nie? Also, vielleicht sollte man das dann auch einfach mal ausprobieren. Wenn das die Position ist, wo der Spieler von sich aus schon sagt, so nach dem Motto, ey, da bin ich richtig gut drin und hab da richtig Bock zu, warum machen wir das nicht? Das hat schon bei Funke geklappt. Weil wir da genug andere haben. Ja, alle auf die Sechserposition zu klicken. Und manchmal ist so Selbstbild und Fremdbild nicht unbedingt deckungsgleich. Ja, also ich glaube von mir auch, dass meine Lieblingsposition im Sturm ist. Das sieht aber, glaube ich, jeder andere Mensch dieser Welt anders. Ich sag da jetzt nichts so. Ja. Gut. Können wir wieder zurück zu Nils Stendera oder zum nächsten? Aber Nils Stendera braucht, glaube ich, Spielpraxis. Ne? Also das ist auch so ein Kandidat. Ich glaube, der wird sich dieses Jahr bei uns nicht durchsetzen. Du musst einen Verein finden, mit dem du diese jungen Spieler irgendwie an Spielpraxis heranführen kannst. Also halt ein Verein, wo du auch die Leute, die aus der U19 kommen, einfach mal spielen lassen kannst. Da fehlt mir was. Und da fehlt mir keine U23 bei uns, sondern da fehlt mir ein Konzept, wo du mit den Spielern hin kannst.
Mit dem Kooperationsverein, ja, da hast du schon recht. Die Vollkommen. Ist natürlich die Sache, Nils Stendera hätte noch 2 Jahre Vertrag, das heißt, wir könnten ihn noch mal ein Jahr ausleihen. Muss man natürlich überlegen. Ja, ein Jahr ausleihen und entweder hast du dann ein System, wo er reinpasst, oder du hast auch da noch mal ein Jahr, wo du ihn vielleicht noch mal für ein bisschen Transfergeld irgendwo hin abgeben kannst, wo er halt auch spielt. Klar. Ja, aber also der muss jetzt einfach spielen. Wenn die jetzt 2 Jahre hier bei der Eintracht mittrainieren und auf der Bank sitzen, dann ist einfach fertig. Ja, das müsste ihm eigentlich auch bewusst sein. Ja, wobei sein Bruder hing doch auch so sehr an Frankfurt, dass man ihn ja kaum hier losgeworden ist. Der wollte ja irgendwie gar nicht weg. Der wollte nicht weg. Die Frage ist halt, ist er genauso drauf oder ist ihm dann doch das Fußballspielen an der Stelle lieber? Der Vorteil ist, dass also sein Bruder war ja auch permanent verletzt. Und der hat ja dann immer geglaubt, so okay, jetzt bin ich kurz gesund, jetzt setze ich mich hier durch und es hat wieder nicht geklappt und die nächste Verletzung folgte. Ja. Also da ist die Sachlage, glaube ich, ein bisschen eine andere gewesen. Ja. Und bei ihm ist es ja tatsächlich so, da fehlt ja jetzt überhaupt erstmal der erste Schritt. Und da war ein Marc ja schon weiter. Marc hat auch richtig gute Spiele gemacht, war zeitweise ein extrem großes Talent. Ne? Davon ist halt aufgrund mangelnder Spielpraxis natürlich auch im A-Bereich der andere Stendera auf jeden Fall entfernt. Übrigens, wenn wir schon Marc Stendera ansprechen, aktuell vereinslos. Ne? Zuletzt bei Hannover 96 gewesen, jetzt seit dem 1.7. ohne Verein. Also auch da müssen wir die Vita mit 24 Jahren uns mal genauer angucken. Ich hoffe, dass er bald möglichst einen neuen Verein findet, weil wie gesagt, die Anlagen, die waren immer da und teilweise waren die Spieler auch in Hannover gar nicht so schlecht. Aber genau, kommen wir wieder, ihr sagt es vollkommen richtig, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir, Alex hat es ja vollkommen richtig angesprochen, für einige Spieler tatsächlich uns was ausdenken müssen. Das ist Nils Stendera, das sind die anderen Jungen. Ihr habt eben noch mal über Toro gesprochen, da habe ich jetzt gerade gelesen, dass die Eintracht die 2 Millionen erhält und gleichzeitig noch 30% an den Transferrechten. Das heißt, das könnte irgendwann mal, sollte da sich durchsetzen, auch nochmal ein Vorteil sein, also gar nicht so verkehrt. Jetzt kommen wir noch zu anderen Spielern, die, glaube ich, die können wir alle relativ schnell durchmachen, alle bei der Eintracht bleiben werden. So Djibril Sow, Dominik Kor und Sebastian Rode sind, glaube ich, gesetzt. Mehr oder weniger ein Fels in der Brandung mit gelegentlichen Überschwemmungen. Aber ein bisschen schwieriger, was machen wir mit Marian Cavar und Rodrigo Salazar? Also ich sehe keinen davon irgendwo near anywhere in the field. Ja, Dito. So bitter tatsächlich, also Cavar war ja tatsächlich auch jemand, wo man gedacht hat, okay, das könnte klappen, aber die Ausleihen haben nicht wirklich funktioniert. Salazar jetzt in Polen unterwegs gewesen, auch nichts gerissen. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn du den Kader verkleinern willst, fallen die leider weg. Philipp Kostic ist natürlich das große Thema. Wie ist denn eure Tendenz? Patricia, was ist deine Tendenz? Hast du das Gefühl, dass es momentan gut aussieht oder bist du ein bisschen skeptischer? Ich habe Angst vor allem vor Italien, weil ich ihn da irgendwie am ehesten sehe. Ich finde, der Spielstil dort passt zu ihm. Und die Serie A ist ja generell bei Jugos seit der Kindheit sehr, sehr verankert. Also ich glaube, die hat da einen sehr großen Stellenwert auch. Weshalb das wahrscheinlich auch sehr so ein attraktives Ziel ist einfach. Hab da halt tatsächlich vor den Vereinen ein bisschen Angst. Hab auch Angst, dass die Eintracht jetzt sagt, okay, hey, erstmal für die Euroleague jetzt noch, reden wir nicht, wir geben ihn nicht ab. Aber dass sich danach das dann so verselbstständigt, habe ich so ein bisschen Angst. Wie gesagt, ich habe halt vor den Italienern ein bisschen Angst. Ansonsten hoffe ich einfach mal, dass er bleibt. Einfach weil auch Hütter eigentlich... Ja, wenn er Trapp halten will, will er wahrscheinlich auch Kostic halten als absolute Säule der Eintracht. Mhm. Ich hoffe einfach das Beste. Ich habe sehr viel Angst, weil das halt tatsächlich unser bester Feldspieler ist. Ja, und ich glaube auch, dass einige andere das Potenzial sehen. Und warum nicht? Ich würde ihn wahrscheinlich auch kaufen wollen, wenn ich, weiß ich nicht, Inter Mailand wäre oder so. Also ich will's, glaube ich, so, so sehr, dass er bleibt, dass ich mich mit diesem Wunsch, glaube ich, schon selbst so positiv geredet habe, dass ich mir fast schon sicher bin. Und ich nehme jetzt sogar so Kleinigkeiten als Indiz, wie zum Beispiel, dass heute die Eintracht das neue Auswärtstrikot vorgestellt hat. Und wen hat sie als Foto ausgewählt? Die Perspektivspieler natürlich für die nächste Saison. Gonzalo Paciencia und Philipp Kostic. Zack. Wenn die Model für unser Auswärtstrikot sind für die nächste Saison, ja, dann kann der da nicht wechseln. Das war doch ein klares Statement.
Ich finde tatsächlich, ganz ehrlich, an solchen kleinen Dingen finde ich total geil. Muss man sich auch mal festhalten, ja. Muss man. Also, ja, mega. Sehr gut, damit also abgehakt, Kostic bleibt, gut. Kostic bleibt, wurde heute dokumentiert, auf Eintracht-Seite, quasi offiziell bekannt gegeben. Ich könnte jetzt versuchen, als These entgegenzuwerfen, dass es ja das Auswärtstrikot und nicht das Heimtrikot ist, aber ja, lassen wir es. Macht auch keinen Sinn. Man will auch jetzt nichts mehr hören. Wir haben eigentlich den Vertrag, der eh schon bis 23 geht, nochmal re-ratifiziert. Also da kann jetzt nichts mehr passieren. Ja? Also Kostic bleibt, Zuber, wie gesagt, neu da. Kamada, glaube ich, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Da gab es ja so mal so ein paar Dissonanzen. Wir müssen sehen, wie es mit der Vertragsverlängerung da weitergeht. Weil die Eintracht wollte und plötzlich hat der Kamada irgendwie so einen Berater hergezaubert, der nicht so wirklich zufrieden war. Der Berater macht doch da jetzt irgendwie Stress und will noch irgendwie 30 Millionen mehr haben und irgendwelche Zugeständnisse und sonstiger Kram. Also diese Kamada hätte nur noch Berater, bis nächstes Jahr. Dreh durch. Ja, ohne Mist. Ja, ja, ist Wahnsinn. Die Sache ist doch die, gerade in der Zeit. Natürlich hat Kamada gute Spiele gemacht, aber der heißt jetzt auch nicht so, als hätte er jetzt lauter, ich meine, der hat jetzt ein Wundertor gemacht in der Bundesliga, also das letzte Tor in der Bundesliga war wirklich toll, der hat zwei Tore gemacht, in der Europa League wesentlich öfter getroffen, aber brauche jetzt auch nicht denken, dass er jetzt hier komplette absolute Goalgetter ist, der muss auch noch ein bisschen was lernen, ne? Muss er erstmal beweisen, dass er überhaupt konstant diese Leistungen abrufen kann. Das ist, so. Du hast halt keine Konstanz da gesehen und das ist halt dann auch immer noch so ein Punkt, ne? Ja. Aber wir wollen behalten. Ja. Ich würde ihn gerne behalten, ja. Ich auch. Super. Ja. Klar. Der ist auch was verletzt, mit... oder? Nö, fit. Dann habe ich da irgendwas falsch im Kopf. Ich fit, ja. Da habe ich irgendwas falsch im Kopf. Was hat er? Hat er da? Krabber in der Tasche. So ein Krabber wäre jetzt schön. Ja. Was macht man, was machen wir mit Barkok in Aimin? Ja, Aimin. Was machen wir mit Aimin Barkok? Ich freue mich persönlich sehr, dass der da ist. Ja, das auch, aber ich glaube, wenn ich mir dann die Frage stelle, wie viel Spielzeit bekommt der Kerl dann im System und im Ich glaube, da habe ich leicht Parallelen bei mir zu Kostic. Ich will es einfach so sehr, dass ich fest dran glaube, dass er mein Heilsbringer für die nächste Saison wird. Ich glaube, Eamon Barkok wird mein neuer Mirat Gacinovic. So, da werde ich jetzt jedes Jahr am Anfang der Saison sagen, ich glaube, dieses Jahr packt das. Ich glaube, das fest. Ich würde es mir echt wünschen. Ich unterschreibe es. Ja. Nehm's auch. Ich würd's, ja. Modelt er nicht auch für irgendein Trainingsshirt oder so? Warte, ich gucke. Ich bin noch nicht die ganze Kollektion durchgeguckt. Ja, aber du hast die doch bestimmt alle in deinem Instagram-Feed. Du bist doch hier Instagram-Scout. Geh doch mal gucken. Ja, ich werde mich bemühen. Warum habe ich Barkok nicht? Weiß ich auch nicht. Also irgendeine andere Meinung, Barkok auf jeden Fall behalten? Behalten, komm. Ja. Denke ich, er hat auch noch 2 Jahre Vertrag. Ja, das heißt, wäre natürlich dann nächstes Jahr letzte Chance, ihn nochmal zu verkaufen. Aber wenn er natürlich keine Spielleistung bringt und keine Spielzeit, ist es, glaube ich, so oder so unrealistisch. Also behalten, versuchen. Aber lass mal hoffen, der Typ ist Frankfurter, das ist, du brauchst jetzt auch, ich finde den Vergleich, den die Alex gemacht hat, tatsächlich auch ganz gut. Ne? Du hast jetzt mit Gacinovic eine emotionale Figur, die jetzt gegangen ist. Vielleicht kann Barkok irgendwie da reinwachsen, oder Patricia? Ja, der kann halt einfach mal in seinem ersten Spiel einfach wieder einen rausholen, wie gegen Bremen. Dann ist der Hype auch wieder da. Also es kann schnell gehen. Das kann echt schnell gehen. Und ich hoffe, ich wünsche es mir auch sehr, weil ich mag den und ich habe irgendwie dieses Bedürfnis, dass ich brauche das, dass das klappt irgendwie, weil, weiß nicht, die Geschichten fehlen einfach so ein bisschen. Und wäre ja schön, wenn da so ein Eigengewächs mal wieder was reißt. Und ja, wär gut für alle Seiten. Deal, sehr gut. Also das heißt, Barkok bleibt, Silva auch, Paciencia, glaube ich, brauchen wir auch nicht mehr großartig drüber sprechen. Gibt auch keine Gerüchte in irgendeine Richtung. Ja, Bastos gab so ein bisschen Gerüchte mit 31, vielleicht mal Richtung Türkei. Was ist da euer Take? Dennis, hast du da ein bisschen was gehört? Würdest du den ganz gerne noch bei der Eintracht sehen oder soll er, oder würdest du den eher... Ich glaube, Fenerbahce war da mal als Gerücht gemeldet, aber ich glaube tatsächlich, ich denke schon, dass der auch tatsächlich fit uns noch ein paar Tore bringen kann. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit da dann auch Geld und wie viel Geld für Bastos dann fließen würde. Wie du schon sagst, der ist halt auch schon 31. Schwierige Nummer. Und wen holst du dann da vorne schon wieder als Stürmer? Wer ist ein Ersatz? Wer ist da frei? Wer kann dann für diese Erlöse, die wir vielleicht für den Dost noch erzielen, holen?
Also ich glaube, das ist super schwierig bei Bas Dost, auch wenn ich es normalerweise hasse und ich voll mit euch gehe, dass ich junge, tolle Spieler ranzüchten will. Ich glaube, bei Bas Dost ist es wirklich so, wenn er fit ist, ist er für ein paar Tore gut und kann uns da noch weiterhelfen. Was wir auf jeden Fall jetzt abwarten müssen, ist, finde ich, die Euroleague-Spiele, die jetzt aber bald rum sind. Schauen wir mal, was dann so der Markt noch hergibt. Und Bas Dost ist normalerweise jemand, kann man noch drüber reden, ihn abzugeben, ne? Du könntest, wenn du ihn abgibst, könntest du ihn mit dem nächsten Marvins Captain Obvious Transfer, könntest du ihn ersetzen und Max Kruse holen in einem nachträglichen Tauschgeschäft mit Istanbul. ja, genau. Ja, wäre interessant. Obwohl das, glaube ich, tatsächlich ein guter Tausch wäre. Ja, glaube ich auch. Auf gar keinen Fall. Hier, Leute, also wenn so Sachen, die wir hier im Podcast als Comedy besprechen, auf einmal real werden, in welcher Welt lebe ich denn da? Ich will den auch nicht mehr. Bin da vollkommen bei der Alex. Also letztes Jahr wäre es irgendwie noch ganz lustig geworden, aber I don't know. Nee, ganz ehrlich, da behalte ich auch lieber Bas Dost jetzt irgendwie. Weil ich finde, der kommt mir auch ein bisschen zu schlecht weg. Der hat halt, klar, er ist ständig verletzt und ich weiß halt nicht, ob sich das bessern wird. Falls sich das bessert, glaube ich auch, dass er schon so solide Leistungen bringen kann und dass er auch hin und wieder mal ein Törchen macht, was er auch als Stürmer tun sollte. Aber ich weiß nicht, ich glaube, am Ende waren die Zahlen, also hier die Leistungsdaten, die er gebracht hat, gar nicht so schlecht für die wenigen Spiele, die er im Endeffekt gemacht hat. Ja, ja. Deshalb, die Frage ist halt wirklich, in welcher Rolle willst du ihn einsetzen? Ist er halt eher dann so der Einwechselspieler und das, oder ist er halt der Spieler, auf den du halt irgendwie viel setzt? Weil das ist dann halt auch wieder so ein bisschen der Punkt. Du hast halt 6 Stürmer im Kader aktuell. Für, je nachdem in welchem System wir spielen, 2 Positionen oder halt 1 Position. Ja, aber wir kommen ja gleich zu den anderen. 2 Stürmen. Genau, das ist nämlich genau, das ist der nächste Punkt. Also ich denke, wir bauen alle auf Silver, wir bauen alle auf Paciencia, wir haben Dost, das sind unsere 3 Number 1, 2, 3 Stürmer und dann stellt sich die Frage, ich streich Dost, warte mal, also, ich streich Dost da raus. Auf Wiedersehen. Okay, Alex? Was ist mit Jovelic? Ja, kommt ja noch. Also ich als nächstes jetzt drauf gekommen. Ja. Aber okay, das heißt, für den René ist auch Bas Dost jemand, den du eher veräußern könntest. Ja, also ich. Klar, das, was Patricia gesagt, stimmt. Mit den bezogen auf die Einsatzzeiten war das Ergebnis nicht so schlecht, aber ich weiß es nicht. Nee, mir passt er da nicht ins System rein und wir haben halt einfach so viele. Wir haben, finde ich, mit Silva und Paciencia 2 gute Einserkandidaten für den Sturm. Wir haben Jovelic, der jetzt wiederkommt. Wir haben Ache, den wir verpflichtet haben. Ich sehe den da nicht. Also dann lieber jetzt nochmal. Paciencia vor Dost. Da bin ich mir nicht zu 100% sicher. Also bei der Gesamtanzahl hast du recht. So, ne? Aber die Frage ist halt eher so zwischen Paciencia und Dost. Und da weiß ich nicht, klar, Paciencia viel jünger, auch irgendwie Zukunft, ne, hat aber auch noch nicht so 100% überzeugt. Ich weiß nicht, ob das jetzt dieses Jahr kommen wird. War ja auch ewig verletzt, ne? Ja. Das muss man halt auch sagen. Das ist halt hier das Problem. Ich finde, bei Bas Dost 2 Sachen sprechen dafür, dass wir den auch abgeben könnten, um erstens auch finanzielle Mittel frei zu machen, denn ich will nicht wissen, was Bas Dost wirklich an Gehalt auch verlangt. Er kam sicherlich nicht günstig. Auf der anderen Seite mit den Verletzungsmisere, das ist natürlich schon grauenvoll, wenn du mit so einem Spieler dann nur 15 Spiele rechnen kannst oder sowas. Das ist und dann immer noch auch nicht 100%ig fit. Das ist natürlich schon nervig. Das sind so Punkte, wo ich sage, da ist Bas Dost natürlich eine Option, den abzugeben. Auf der anderen Seite, es muss dann auch ein klares Konzept da sein, wer soll ihn ersetzen. Und ich habe wirklich Magenschmerzen, wenn es dann wieder heißt, ja, Silva, Paciencia, ihr 2, das ist, wenn du 2 Stürmersysteme spielen wolltest, ihr spielt immer, Jovelic taucht so ein bisschen mit ein, dann verletzt sich einer, hast du schon wieder diesen Druck auf Jovelic, den er wahrscheinlich wieder nicht bringen kann, mit Ache, der dann überhaupt nicht zur Spielzeit kommt, weil er keine Ahnung, in ein total wackeliges Konstrukt vorne kommt. Es ist für mich wirklich schwierig, also ich glaube, wir müssen mit dieser Anzahl an Stürmern wirklich rechnen, die wir haben, sonst kriegen wir am Ende wieder große Probleme in der Abstimmung, wenn du mal mit 2 Stürmern spielen willst und nicht nur dieses typische, du musst mit einem Stürmer und einem großen Mittelfeld spielen.
Finde ich auch. Ich finde aber auch vor allem, wenn man Dost abgibt, sollte man auch bedenken, dass wir keinen großen Leuchtturm mehr haben, so wirklich. Und die Eintracht ja schon hin und wieder ihr unkreatives Mittelfeld überbrückt mit langen Bällen. Dann ist halt die Frage, machst du noch was im Mittelfeld, dass das Mittelfeld halt gestärkt ist und du eher über den Boden kommst und dich durchkombinierst nach vorne, dann passt das auch mit Silva und Paciencia, die halt beide eher so wuselige Spieler sind, würde ich mal sagen, auch Joveljic. Oder brauchst du halt eben für gewisse Spiele, wo du in der Bundesliga halt auch immer gucken musst, wer ist der Gegner, brauchst du für gewisse Spiele halt eben doch so einen Leuchtturm? Und wenn ja, dann bleibt dir ja nicht viel, außer das zu behalten, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt einen neuen Stürmer verpflichten, wenn wir Ache schon geholt haben. Ja, ist tatsächlich genau ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, weil als Leuchtturm und auch der Spieler, der andere Spieler auf sich ziehen kann, der auch einigermaßen torgefährlich ist, er ist ein anderer Spielertyp als viele andere, ne? So Paciencia irgendwo auch, aber ich ist halt noch dieser alte Stürmer, dieser Strafraumstürmer. Sehe ich genauso. Also ich würde ehrlich gesagt ungern abgeben. Und ich finde, wir haben eine ganz gute Durchmischung mit einem 24-Jährigen, 26-Jährigen und einem 31-Jährigen. Jetzt stellt sich die Frage, was machen wir mit den drei jungen Wilden? Wir haben es eben gerade schon gesagt. Dejan Joveljic ist jetzt zurückgekommen von seiner Leihe, ein bisschen Pech gehabt in Belgien, dadurch, dass die relativ früh die Saison dann abgebrochen haben und er eh erst zur Rückserie gekommen ist. I don't know. Es ist ein Spieler, der mit 20 tatsächlich auch irgendwie den nächsten Schritt gehen muss. Der hat in der vergangenen Hinserie schon im Ansatz gezeigt, was er kann, also im Europacup. Aber was machen wir jetzt mit dem? Ich bin ratlos, weil eigentlich finde ich den Typen geil. Ich habe ehrlich immer, wenn ich gesehen habe, habe ich das Gefühl gehabt, okay, der will. Der ist hungrig. Was machen wir? Ja, aber für den wäre es tatsächlich besser, ihn nochmal zu verleihen, weil die Leihe, die war eine gute Idee gewesen, aber hat im Prinzip nichts gebracht, außer vier Spiele, die er mal woanders gemacht hat. Und da hat Ragnar Ache einfach einen Schritt voraus. Der hat die letzte Saison komplett durchgespielt. Der hat viel mehr Spielpraxis wie er. Joveljic war die gesamte letzte Saison eigentlich nicht eingesetzt. Weder bei der Eintracht, dann in Belgien hat es halt auch nicht durch sein Einverschulden, aber hat es nicht geklappt. Also eigentlich bräuchte der noch eine Chance in einem anderen Land, in einem anderen Verein. Vielleicht auch nur für die Hinrunde und dann einfach mal abwarten, was zum Winter passiert. Aber für den würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass er nochmal irgendwo zeigen kann, erst was er kann, bevor er jetzt hier auf der Bank versauert. Ich glaube, das wäre für ihn persönlich besser. Bin ich dabei? Ja, kann ich mich anschließen. Okay, das heißt, einen guten Verein finden, bei dem Joveljic Einsatzzeit bekommt. Ich würde mir tendenziell irgendwie einen Zweitligisten wünschen. Ja, kann mir das gut vorstellen. Egal, es gibt genügend Zweitligisten, die gute Stürmer brauchen. Da ist auch St. Pauli beispielsweise, vielleicht ein paar Aufsteiger, die irgendwie Interesse hätten oder auch so Kräuter führt. Keine Ahnung, ja, kann er wahrscheinlich. Naja, müssen wir mal abwarten. Also irgendwelche Spielertypen, die wie Joveljic in der Zweitliga auf jeden Fall gewünscht sind, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ragnar Ache lassen wir dann dadurch logischerweise jetzt neu dazugestoßen, auch mit der Argumentation, die ja der Alex da vollkommen schlüssig gemacht hat, lassen wir den auf jeden Fall drin und hoffen, dass er ein bisschen Einsatzzeit bekommt, um sich weiter präsentieren zu können. Ne? Ja, musst du. Wo es gerade sagt, Fürth wäre eine Top-Option, da trifft sogar Gotta. Ja, genau, ja klar. Ja, Ricotta ist ja mittlerweile zum recht guten Spieler geworden. Da frage ich mich manchmal auch, wie groß sind die Diskrepanzen zwischen erster und zweiter Liga, weil Ricotta da ja mittlerweile alles wegballert, ne? Also es ist richtig ein guter Spieler geworden. Übrigens Danny Blum auch, der jetzt irgendwie mit Coronavirus infiziert ist, ja. Hat aber bei Bochum eine richtig gute Serie gespielt. Also auch wirklich zwei Spieler, von denen man zum Teil nicht mehr gedacht hat, dass die so gut performen. Ja, und dann der letzte ist der Jabas Markanda. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, mit 18 Jahren ist es für uns tatsächlich schwer, das ganz klar zu bewerten. Aber wenn wir sagen, wir wollen die Spieler dementsprechend auch in anderen Vereinen sehen, bei Markanda ist nur das Problem, der hat einen Vertrag nur bis nächstes Jahr. Also das heißt, bei uns wird er bei realistischer Betrachtung kaum Einsatzzeit bekommen. Die Frage ist, was machst du halt mit ihm? Oder lässt ihn weiter in der U21? Muss man mal abwarten. Ne? Genau, das sind alle Spieler, die es momentan bei der Eintracht gibt. Wir haben doch über einige gesprochen. Ja, und gar nicht so auch viele. Ja, aber schon einige, bei denen schon sagen, wenn der Kader verkleinert werden soll, weil wir einfach nicht europäisch spielen, dann muss die Eintracht sich ranhalten. Ja, also. Stimmt. Na gut, du hast bis wann? Bis zum 5. Oktober Transferfenster? Ja.
Da kann auch viel passieren. Ja, das sind auch 2 Monate. Ja, definitiv. Da kann auch sehr, sehr viel passieren. Da wird auch noch sehr viel passieren, aber es wird halt dauern. Genau. Kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir zum nächsten Thema. Ja, Vertragsverlängerung, Hütte hatten wir ja schon drüber gesprochen. Nächstes Thema ist natürlich ganz klar, wie sollte es nicht anders sein, das Euroleague-Spiel, was ansteht. Marvin hat es vorhin ja schon mal erwähnt. Am Donnerstag müssen wir dann ran, leider ohne Gacinovic, weil man den irgendwie 2 Tage zu früh hat gehen lassen und ja demnach dann jetzt wahrscheinlich auch ohne Toro und auch ohne So, der ist nämlich gelb gesperrt. Hütter gab sich bislang in den Interviews so ein bisschen angriffslustig und hat gesagt, man möchte auf jeden Fall dieses Hinspielergebnis egalisieren, was bedeutet, man muss mindestens diese 3 Tore schießen. Seht ihr das denn als realistisch ein? Basel kommt jetzt gerade frisch aus der Liga. Die haben, glaube ich, gestern noch das letzte Ligaspiel gehabt. Da gab es ja auch so ein bisschen die Kontroversen mit dem einen oder anderen in der Schweizer Liga an positiven Corona-Fällen und Verzögerungen und weiß ja nicht. Seht ihr das als realistisch an, dieses 3-0-Hinspielergebnis da wettzumachen? Patricia? Ich glaube, das ist alles eine Frage der Einstellung. Ja. Also was ist deine Einstellung? Im Hinspiel, nicht meine, die Einstellung der Mannschaft, im Hinspiel haben wir, waren wir einfach beschissen eingestellt. Also ich glaube, da hat keiner das so richtig angenommen, dass das Stadion leer ist. Das war bocklos Fußball. Und ich glaube, dass Basel tatsächlich eine schlagbare Mannschaft ist. Ob es in der Höhe möglich ist, das ist von der Qualität her mit dem Kader möglich. Aber das ist eine reine Willenssache. So. Und da ist aber auch so, dass Hütter in den letzten Wochen mich nicht immer so ganz überzeugt hat, dass er der Richtige ist, der eine Mannschaft so richtig geil auf dem Spiel macht. Ja, klingt für mich auch immer, manchmal klang Hütter wirklich so wie, ja, ist möglich, könnten wir schaffen, wäre nice to have, aber wenn nicht, dann können wir auch hier in Ruhe die Vorbereitung spielen und ein bisschen was aufbauen und ja, passt schon, weiß aber nicht, also die Einstellung ist halt schon das A und O, war im Hinspiel jetzt auch, glaube ich, nicht so wirklich ernst zu nehmen, weil da bestimmt auch so ein bisschen Corona-Sorgen mit drin waren. Also es war ja gerade die Zeit, wo keiner wusste, was und wie und jetzt müssen wir spielen. Und ich glaube auch, es gab einige Spieler, die eigentlich nicht hätten spielen wollen, was ich vollkommen verstehen kann irgendwie. Jetzt fürs Rückspiel denke ich halt einfach, es hängt sehr viel davon ab, wie dieses Spiel startet, wie es ins Rollen kommt. Einfach, wenn die Eintracht jetzt irgendwie früh dominiert, früh ein Tor schießt, dann glaube ich schon, dass da auch so ein Wille sich entwickelt, dass du siehst, okay, es ist möglich und hey, es fehlen noch 2 Tore, dann haben wir schon 3-0 und auf geht's. Wenn irgendwie früh ein Gegentor fällt, ist es, glaube ich, gegessen. Ich glaube, dann reicht es nicht mehr aus, um sich zu motivieren und zu sagen, hey, das schaffen wir noch, weil wird dann halt auch irgendwie unrealistisch. Also hängt halt stark davon ab, wie das anläuft, finde ich. Spielverlauf, ne? Auf jeden Fall. Es ist krass. Also ich meine, Basel jetzt mit einer ordentlichen Runde nach Corona in der Liga. Auf jeden Fall ordentlich 3. Platz. Nach oben ging da nicht mehr ganz so viel, nach unten aber auch gar nicht mehr. Ja. Also die auf Platz 4 hatten die irgendwie über 10 Punkte Abstand. Also die haben sich da festgesetzt, zumindest wieder europäisch. Aber es ist eine Mannschaft, die ist trotzdem schlagbar. Was mich halt echt geärgert hat, ist dieses Hinspiel. Natürlich, klar, die Patrizia hat es ja vollkommen richtig gesagt, unter welchen Voraussetzungen, aber es ist halt ärgerlich. Ein 3-0 aufholen ist natürlich schon eine Kiste. Vor allem gegen eigentlich einen machbaren Gegner. Das ist halt so, wenn das jetzt gegen Manchester United passiert wäre, okay. Gegen Basel ist es halt schon bitter irgendwie. Habt ihr das Testspiel gesehen gegen Monaco? Weil ich nicht. Und ich wollte gern wissen, habt ihr da vielleicht schon Tendenzen gesehen, wie fit die sind, wie weit die sind? Ob, ja, wie also schätzt ihr es ein? Ich fand, dass die Eintracht tatsächlich sehr weit war. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie hatten jetzt ein bisschen Pause. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, die Eintracht war ja auch eigentlich ganz gut drauf. Ne? Man muss ja sagen, das Saisonende der Eintracht war ja echt in Ordnung. Ja? Und die Eintracht hat ehrlich gesagt ziemlich gut gespielt in der ersten Halbzeit. Natürlich wurde in der zweiten Halbzeit komplett durchrochiert und durchgemischt tatsächlich. War ja am Ende nur noch Kevin Trapp auf dem Platz von den Spielern, die in der ersten Halbzeit gespielt haben. Aber ich habe die Bissigkeit beispielsweise bei einem Paciencia, der das Tor gemacht hat,
gemerkt, ich habe gesehen, dass die hatten da noch viel mehr Chancen, haben sie dann nicht genutzt. Aber dafür, dass es jetzt das erste Spiel nach der Pause war, fand ich, sah das ganz gut aus. Ja, ich hatte den gleich. Bin ich voll bei dir, Marvin, auf jeden Fall. Eine Sache, die mir Hoffnung macht für das Spiel, ist, dass Basel tatsächlich ein bisschen überspielt ist. Also wenn du schaust, jetzt hier am 26.07. bis jetzt morgen sind das dann alle drei Tage ein Spiel. Und das über so lange Zeit. Und vorher ja auch schon. Aber wenn du jetzt schaust, das ist schon echt krass. Und ich muss wirklich sagen, das hat Marvin, der Eindruck bei dem Spiel am Samstag war für mich auch, die Spritzigkeit ist da, die Leute sind wirklich fit aus dem Urlaub gekommen, haben da richtig Lust, Fußball zu spielen. Technisch, klar, hapert es an der einen oder anderen Stelle noch und ja, taktisch muss da bestimmt auch noch mal ein bisschen nachjustiert werden, aber das lässt für mich hoffen, dass man tatsächlich über diesen Kampf, über das Laufen, über das ich bin fit, ich bin ausgeruht, ja, tatsächlich was reißen kann, weil Basel, die werden müde sein, das kann eigentlich nicht, auch wenn es immer heißt, ach, so Fußballer, da wird halt weniger dann trainiert und dann ist das einfach, dann spielen die halt Fußball. Ich glaube, so einfach ist es nicht, im Kopf hängt das dann schon drin, die Saison war für die ja jetzt unglaublich lang und unheimlich intensiv am Ende. Das ist so das, wo das Unmögliche so ein bisschen für mich zumindest am Horizont erkennbar ist, ah, vielleicht geht da doch was, gerade wenn wir, und deshalb, Patrizia, gehe ich voll mit dir, am Anfang gleich diesen Druck ausüben, ein schnelles Tor, ein wichtiges Tor, es muss richtig überfallartig kommen und dann kommt auch Basel ins Grübeln. Also ich glaube tatsächlich, dass das sehr entscheidend sein kann, auch wenn wenn wir jetzt noch Fans da hätten und ja klar, an der Grenze, da wären sicherlich viele von uns hingefahren und so weiter und so fort, aber können wir jetzt nicht ändern. Das muss einfach der Trainer und die Verantwortlichen müssen das einfach ein bisschen mitgeben, dass da sofort mit Vollgas angelaufen wird, sofort mit Vollgas versucht wird, ein Tor zu machen. Meiner Meinung nach haben wir dann tatsächlich Chancen. Wenn aber natürlich der Spielverlauf wirklich so ist, dass wir gleich nicht so wirklich durchkommen oder ein blödes Gegentor dann noch fangen, wie jetzt am Samstag, das war natürlich total zum Kotzen. So Fehler, ja, Fehler dürfen auf keinen Fall passieren. Aber dieses Gegentor gegen Monaco ist ja A, erst sehr spät gefallen und B, durch so einen individuellen Fehler. Ja. Genau. So. Das darf aber halt am Donnerstag auf keinen Fall. Das darf so zumindest jedes nicht, Tor, was du so fängst, nicht ist, früh, ist vorbei. Nicht früh passieren. Ich glaube schon, dass wir einen großen Vorteil, wie ihr schon sagt, dadurch haben, dass wir jetzt diese 3-4 Wochen Pause hatten, dass die Spieler körperlich und auch im Kopf ein bisschen ausgeruhter sind, Basel jetzt viele Spiele hatte, natürlich auch mit dem Blick nach vorne, wenn die jetzt eine Runde weiterkommen, dann müssen die nächste Woche wieder spielen, dann müssen die Woche darauf wieder spielen, die wissen, da kommen ja dann eventuell, je nachdem wie weit du kommst, kommen ja noch ein paar Spiele da hinten raus. Da hast du vielleicht auch irgendwann wenig Bock und willst einfach auch mal so ein bisschen Pause haben. Ich glaube schon, dass das ein Vorteil ist, die wir aber halt von Anfang an ausnutzen müssen. Also jetzt irgendwie hier taktieren und irgendwie auf, weiß ich nicht, den Gegner kommen lassen, bringt nichts, weil die werden nicht kommen. Die haben die 3-0 Hinspiel-Vorgabe oder die drei Tore aus dem Hinspiel. Du musst die halt einfach niederringen, ab der ersten Sekunde an. Ja, ist so. Also sehe ich ganz genauso. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit. Du musst wahrscheinlich in den ersten 30 Minuten versuchen, ein Tor zu erzielen. Dann kannst du ein bisschen Druck aufbauen. Und wenn 2-0 steht, dann bringen sie die wirklich auch in Bedrängnis, weil dann fangen sie an nachzudenken, ne? Wie immer. Wie es bei uns auch immer wieder passieren konnte, ja, und auch im Europacup. Also wenn wir dann irgendwie Gegentore gefangen haben, haben wir plötzlich auch nachgedacht, ne? Salzburg beispielsweise, obwohl wir im Hinspiel so gut gespielt haben. Also es ist möglich, aber es muss halt echt schnell passieren. Aber Leute, ich habe trotzdem Bock drauf. Wir sind seit einem Jahr im Europacup. Seit einem Jahr. Es ist halt einfach so. Ja? So verrückt, ey. Ja, es kann da halt echt noch ein bisschen was passieren. Ja, ja. Ich bin immer noch dezent optimistisch. Naja. Die Alex ist mir hier zu ruhig. Entweder isst sie gerade was oder... Ich bin voll neidisch. Einer von euch klappert die ganze Zeit mit dem Teller. Ich hab mega Hunger. Ich habe echt gedacht, wie siehst du das, Alex? Wie ist dein Statement zu Basel? Was ist da dein Gedanke? Ich bin da gar nicht so, ich bin da tatsächlich gar nicht so euphorisch im Moment. Das weiß ich nicht. Ich habe mir fällt es momentan schwer. Das war jetzt auch die ganzen letzten Bundesligaspiele so. Mir fällt es schwer, mich dafür zu motivieren. Ich kann dir gar nicht sagen, woran es liegt, weil es kann nicht nur an fehlenden Fans sein. Vielleicht ist es das aber trotzdem.
Ja, also ich werde mir das natürlich auch angucken. Habe mich auch mit Freunden zum Grillen und Gartengucken verabredet, aber so die richtige Vorfreude fehlt. Und ich, ja, ich bin halt echt skeptisch, ob es ein Hütter schafft, da mit einer richtig guten Einstellung die Mannschaft hinzubekommen, weil ich glaube, das ist alles, was es braucht. Jemanden, der in der Kabine steht und irgendein Video abspielt und nochmal so richtig geil auf das Spiel macht. Und dann könnte da was gehen. Und dann kann vielleicht auch ich wieder in positive Stimmung fallen. Keiner traut sich hier der Stillstand. Aber es ist ja genau das. Also ich meine, das ist ja genau, dass das, du irgendwie den Knopf drücken musst. Ne? Vielleicht musst du den Spielern auch einfach zeigen, was letztes Jahr so los war. Vielleicht musst du denen auch einfach zeigen, hier letztes Jahr, die Fans sind durch, was weiß ich, nach Vaduz gefahren, die Fans sind nach Tallinn gefahren, die waren in Straßburg dabei, wieder in Portugal. Das weirde Ding bei Arsenal London, wo irgendwie dann ja auch keine Fans so wirklich laut waren. Ja, und dann haben sich dort trotzdem ein paar reingesneakt. Also das war ja auch keine leichte Europacup-Saison. Ne? Wir waren immer wieder against the odds, mehr oder weniger. Und dann am Ende hier kurz vor Corona-Shutdown, mehr oder weniger, sind wir dann noch nach Salzburg getigert und sind da eigentlich ja weitergekommen. Ne? Was auch eine krasse Leistung war. Ja. Eigentlich, wenn du dir überlegt dir das nochmal. Wir haben dieses Jahr eigentlich komplett Red Bull an den Hörnern gezogen, in allen Wettbewerben. Wir haben im DFB-Pokal Leipzig rausgehauen, wir haben in der Liga den wirklich den Stinkefinger gezeigt und wir haben die sogar im Europacup besiegt, ja? Und jetzt soll das jetzt das Ende sein, dass wir gegen diesen dusseligen Basler jetzt verlieren? I don't think so. Das müssen wir jetzt irgendwie mal reinbekommen. Und dann spielst du dieses verdammte Turnier und wer weiß, was passiert. Vielleicht gibt es 3 Corona-Fälle und wir kommen aus Versehen ins Finale. So, nein, das wird nicht passieren. Aber die Tatsache, dass es möglich ist, durch dieses Mini-Turnier, ja, 3, 4 Spiele, whatever, wirklich in die Champions League zu kommen, das ist ja völlig absurd. Motivation-Mandel wieder am Start. Ich wollte gerade sagen, kannst du bitte die Kabinenansprache halten? Ich würde mich besser fühlen. Deal. Genau. Ja, das ist geil, gut, wir müssen ja nur da reinkommen. Ich meine, krass, ehrlich, das ist ja auch für Zuschauer grandios, ne? Ja, auch wenn wir jetzt ne, keine Fans, dies, das, Ananas, werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber es ist ja trotzdem so, dass du innerhalb von wie vielen 19 Tagen 23 Spiele oder so hast, wenn du die Champions League dazu nimmst. Ist ja auch mega gaga, ne? Also ich meine, wir haben die Europameisterschaft nicht bekommen, aber dafür bekommen wir die super Europameisterschaft der Mannschaften. Ist ja auch nicht so verkehrt, ne? Und das werden sich meiner Meinung nach wesentlich mehr angucken, als hier irgendwelche Europa-EM-Geschichten-Dinger da. Ja, und von der Stimmung im Stadion wird es gleich sein. Die Eintracht wird doch am Donnerstag auch wieder auf RTL gezeigt, das heißt, Publikum nochmal erweitert. Yes. Ist ja auch immer so ein Punkt. Natürlich ist es im Normalfall, wir haben das natürlich alle, aber die große weite Welt, die außerhalb unserer Blase ist, darf dann auch wieder teilhaben und bis jetzt lief es ja ganz erfolgreich. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wird auf jeden Fall spannend und wir wissen ja dann auch am Donnerstagabend schon beim Anpfiff, wer ein möglicher Gegner wäre, wenn wir weiterkommen, ob Donetsk oder der VfL Wolfsburg. Oh Gott, ja. VfL Wolfsburg, es geht immer so weiter. Hoffenheim, Red Bull, ich Wolfsburg. Ich wusste, dass er damit zu triggern ist. Ist auch echt ein schweres Los als Fußballfan mittlerweile, ja. Ja. Mann, ey. Wird immer vor allen Dingen nach der letzten Saison, ne? Also in der letzten Saison war halt ein Los geiler als das andere. Ja. Und jetzt kommst du weiter und denkst dir, oh Gott. Wolfsburg. Ohne Scheiß. Das ist richtig, ja. Nicht angenehm, nicht angenehm. Nicht angenehm. Da hast du, selbst wenn Zuschauer erlaubt sind, hast du da noch nicht mal Bock hinzufahren. Nee, ohne Scheiß. Ja. Und ganz ehrlich, Wolfsburg ist wahrscheinlich auch eine Mannschaft, auch ein Verein, die haben kein Problem mit den Corona-Bestimmungen. Also die bekommen locker, wie viele Leute passen da rein? 20.000 oder so? Na gut, da können ja doch alle Fans rein. Also 20.000, ja, 10.000, naja, kein Problem. Das reicht ja dann alles tatsächlich. Also die sind doch froh, wenn die unter der Woche 10.000 reinkriegen. Haben sie wenigstens ein Argument, dann muss nämlich niemand mehr sagen, oh ja, das Wetter war schlecht und außerdem der Verkehr, der ist auch um Wolfsburg herum relativ schwierig, da bekommt man nicht so gut ein Ticket, ja, oder kommt nicht so gut durch, also ich glaube, da brauchst du wenigstens keine Ausreden erfinden. Das könnte in der Tat so sein.
Gut, dann kommen wir aber damit auch schon quasi zum nächsten Thema. Habt ihr so wunderbar übergeleitet. Heute gab es News von der DFL. Ich weiß, habt ihr die Pressekonferenz gesehen? In Auszügen. Nein, nur die Zusammenfassung später. Ja, genau. Okay. Also, es gab heute eine außerordentliche Mitgliederversammlung der 36 Vereine im DFL und man hat auf der Pressekonferenz verkündet, dass man jetzt an einem, ja, kurz vor Fertigstellung quasi eines Konzeptes ist, wie teilweise eben eine Rückkehr von Fans in die Stadien möglich sein will. Man möchte dieses fertige Konzept in 14 Tagen der Politik präsentieren und das quasi dann, ja, abnehmen lassen, dass man damit dann arbeiten kann. Es beinhaltet unter anderem keine Stehplätze, keine Gästefans, keine Ausgabe von alkoholischen Getränken. Die Kontaktdaten der Ticketverkäufer sollen zur Fallverfolgung erfasst werden und man möchte jetzt erstmal keine konkreten Zuschauerzahlen fordern, also was ja immer mal wieder gerüchtet war von irgendwie 20.000 Zuschauern, die wieder in die Stadien kommen. Man möchte jetzt also keine konkrete Zahl sich hier vorschreiben lassen oder fordern. Man geht aber tatsächlich davon aus, dass wesentlich weniger als 10.000 Besucher oder Zuschauer am Anfang wahrscheinlich ist. Ich glaube, da ist man auch dazu gezwungen, wenn man sich so anguckt, wie so die ganze jetzt hier Entwicklung von Fallzahlen und so weiter sind. Demgegenüber stehen ja verschiedene Statements von Fanverbänden und Fanorganisationen verschiedener Vereine, die ganz klar immer wieder sagen, alle oder keiner. Was ist denn so eure Meinung zu diesem Thema? Patricia, fang du doch mal an. Also für mich persönlich aus ganz egoistischer Sicht ist es alle oder keiner, weil ich mir einfach selbst das Erlebnis nicht nehmen lassen möchte, wie das dann wieder ist, wenn du in einem vollen Stadion stehst und alles so ist wie vorher, hoffentlich nach dieser Zeit. Aus finanzieller Sicht für die Vereine und ja, das Ganze drum und dran, der ganze Rattenschwanz, das kann ich verstehen, dass da gehofft wird, dass halt so schnell wie möglich wieder Leute rein können, wenn auch nicht alle. Dann brechen halt nicht 50% der Einnahmen, nicht 100% der Einnahmen weg, sondern, weiß nicht, 70%, aber immerhin. Aber tun sie das denn? Ja, kommt drauf an, ne? Also bei, wie ist das auch geregelt? Regelt das jeder Verein auch selbst mit den Dauerkarten jetzt? Weil das ist ja auch unterschiedlich. Wie viel Prozent der Einnahmen machen denn die Zuschauereinnahmen überhaupt aus? Ich meine, das war ja auch der einzige Grund, warum die Bundesliga so erpicht darauf war. Ja, bei der Bundesliga ja nicht viel, ne? Genau, dass endlich wieder Fußball gespielt wird und alle anderen Sportarten, so wie Eishockey oder so, gesagt wurde, naja, eigentlich kostet uns so ein Spiel Geld wegen Hallenmiete und Pipapo. Ja, richtig, und ja. Zuschauereinnahmen sind unser wichtigstes Gut, deswegen brechen wir die Liga ab. Und das ist halt in der Bundesliga komplett anders. Und deswegen, also ich bin da auch voll bei dir, alle oder keiner, aber gar nicht so aus dem Robin Hood-Prinzip oder was auch immer, sondern ich finde es halt einfach kacke. Also ich selbst habe keinen Bock zu gehen. Keine Gästefans sitzen bleiben, fassen niemanden an. Was soll ich denn machen, wenn ein Tor fällt, klatsche ich in die Hände und das ist super. Toll. Tor. Das ist doch... Von Stimmung ist ja auch keine Rede. So. Also, ja. Mich auch im Fernsehen gucken. Ja. Wenn da halt Zweier-, Dreier-Grüppchen, man wird ja wahrscheinlich mit seinen Freunden gehen dürfen, wenn dann da irgendwie Dreier-Grüppchen verteilt über das komplette Stadion sitzen, Stehplätze gesperrt sind, dann ist es halt, die Ultras werden es boykottieren im Endeffekt. Weiß nicht, ja. Also ja, dann kann ich mich auch vor den Fernseher setzen schon fast. Ja. Klar, ich kann live Fußball gucken und es ist auch, ich meine, ich bin auch dort wegen des Sports, ich bin nicht nur wegen dieses Erlebnisses da und ich gucke mir gerne Spiele im Stadion an, aber mir fehlt halt dafür, dass ich jetzt bezahle und ins Stadion gehe, fehlt mir dieser ganze Hickhack drumherum doch sehr dann. Und ja, aber dann gehe ich lieber hier 3 Meter weiter für 5 Euro Hessenliga Rot-Weiß Waldorf. So, also, gefällt mir dann besser. Okay. Ja.
Also es wird auf jeden Fall ein ganz anderes Erlebnis und man kann es natürlich überhaupt nicht mit dem vergleichen, was wir alle kennen und was wir auch lieben, wenn wir ins Stadion gehen. Das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied. Das ist auch der Punkt. Ich bin gespannt, wie sie es umsetzen werden. Patricia, du sagst da schon was Richtiges. Eigentlich, du hast ja diese Regelung, 10 Leute dürfen ja theoretisch zusammen rumgammeln, wenn sie auch ohne Maske und ohne Abstand. Also es ist ja teilweise so skurril, wie viele unterschiedliche Regelungen es für verschiedene Bereiche gibt. Und das Gesundheitsamt wird ja auch hier extrem am Anfang insbesondere schauen, dass da gar nichts passiert oder auch nicht der Anschein erweckt wird, dass was passieren könnte. Das heißt, in dem Jahr hier, wenn wir wahrscheinlich so wenige Leute im Stadion sehen, dass es sowieso keinen Sinn macht, Vergabesystem hin und her, ob man dann überhaupt eine Karte bekommen würde, wenn man sich interessiert. Ich glaube, das müssen wir durchbeißen, zumindest noch mindestens die Hinrunde. Mal gucken, wie sich dann einpendelt, was da passiert. Ich glaube, es wird super schwierig und wie gesagt, der Event geht völlig verloren, nur um Fußball im Stadion live zu schauen, ob die Mannschaft dann auch davon was hat. Weil, sind wir ehrlich, die Mannschaft wird davon getragen, dass die Leute ausrasten, dass die Leute richtig mitjohlen, dass verschiedene Stimmungslieder natürlich auch angestimmt werden in der Gruppe. Das darfst du ja alles nicht. Es darf ja theoretisch nicht mal gesungen werden, weil dadurch verteilt sich zu viele Tröpfchen. Davon steht da, glaube ich, nichts drin. Das stimmt nicht. Also da müssen wir schon aufpassen. Also das stimmt nicht. Ist ja nur in diesem DFL-Papier ist das so. Aber jedes Gesundheitsamt wird doch sagen, hört auf zu singen. Wie in jeder Kirche darfst du auch nicht singen. Du kannst es ja nicht kontrollieren. Was willst du denn machen? Stellst bei jeder Vierergruppe einen Ordner und sobald einer zu laut ruft, schmeißt ihn raus. Es ist halt auch kein geschlossener Raum. Also das Singen ist ja, glaube ich, in geschlossenen Räumen problematisch, aber es haben sich ja Chöre jetzt schon vielleicht unter freiem Himmel getroffen, deswegen. Okay, dann vermische ich da vielleicht zu sehr, dann ist es wirklich gut, dass das ein bisschen, wie gesagt, es ist für mich aber trotzdem natürlich dann wieder, wenn kleine Gruppen was singen, muss man schauen, ob dann wirklich ein Chorus zusammenkommt ohne Organisation. Also, was ich eigentlich ja damit sagen wollte, das, was uns Spaß macht und was uns ja immer, was dann auch der Mannschaft was bringt, dass da unten richtig Stimmung ist, dass sie mitgerissen werden, das, was ja die Eintracht auch ausgezeichnet hat über die Jahre hinweg, der 12. Mann war wichtig, um in gewissen Situationen vielleicht auch mal noch einen Impuls geben zu können. Ich glaube, das geht so oder so verloren. Da können wir uns damit auch wir alle einzeln dann hintingeln. Ich denke, da wird nichts bei rumkommen. Aber wie gesagt, ich bin gespannt auf die Entscheidung dann auch wirklich vom Gesundheitsamt, was dann wirklich von Fall zu Fall entschieden wird. Ich hoffe auch, dass es einigermaßen gleich ist. Nicht, dass die Leute dann sagen, ja hier in dem Stadion, auch wenn es einfach nach außen überhaupt nicht nachvollziehbar ist, warum es dann ja, so willkürlich entschieden wirkt. Ich hoffe, da wird eine klare Linie gefahren. So und so sieht's aus, dass wirklich ein klarer Katalog auch veröffentlicht wird nochmal, nach was da entschieden wird. Und da müssen wir alle das akzeptieren und schauen, dass wir hoffentlich irgendwann wieder alle ins Stadion dürfen, ja. Ja, ich finde, also erstmal klar, du hast vollkommen recht, das ist natürlich eine schrittweise Entscheidung. Ich finde aber, man muss auch sagen, also bei allem, ne, bei all diesen unterschiedlichen Betrachtungsweisen ist erstmal ein Riesenjob, den die DFL überhaupt auch gemacht hat, die Liga wieder weiterlaufen zu lassen. Ja, also alles dafür, das Hygienekonzept hat am Ende des Tages echt gut funktioniert, ja, dass es überhaupt die Saison finalisiert werden konnte und dass du jetzt natürlich jetzt schon die Bemühungen machst, um wieder. Und ehrlich gesagt erscheint mir das wesentlich strukturierter zu sein als bei anderen Versuchen in amerikanischen Ligen und so weiter und so fort, wo ich vogelwilde Dinge zum Teil höre. Du musst da noch nicht mal so reingucken. Das ist strukturierter als alles, was unsere Politik hinkriegt. Wenn du dir anguckst, was hier die Kultusminister schon wieder irgendwie machen, total kopflos, das ist 5-mal strukturierter, was die DFL da macht. Die machen da echt einen guten Job. Das denke ich nämlich auch und ich glaube tatsächlich, und Dennis, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, dass es trotzdem auch für Spieler schon ganz cool ist, wenn du das natürlich dementsprechend auch gut, auch hier geht es wieder ums visuelle Bild, ne, wenn du das dementsprechend so aufbreitest, dass du auch Fans irgendwie wieder siehst, ne, dass die nicht nur da ist eine versprengte Gruppe von 3 Leuten, da ist eine versprengte Gruppe von 3 Leuten, dass du, wenn das natürlich so ist, weil es nicht anders geht, um die Sicherheitsabstände zu halten, dass du das irgendwie mit was anderem bedeckst, damit es irgendwie trotzdem so aussieht, als wären wieder mehr Leute da. Für mich ist es auch nicht, das ist für uns alle nicht das, was wir wollen. Ich kann
kann, ich bin ja persönlich auch so wie die Patricia, mich werde definitiv nicht ins Stadion gehen, wahrscheinlich werde ich vielleicht vors Stadion gehen, aber ich gehe nicht ins Stadion, bevor wir wieder alle hingehen können, weil ich nicht dieses Teilerlebnis haben will und ich bin auch tatsächlich sehr, sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, mit 20.000 Leuten irgendwo hinzufahren. Da habe ich ehrlich gesagt meine Skrupel. Natürlich kann man im Sommer kann man Fahrrad fahren, aber ob ich jetzt bei 0 Grad irgendwie mich in der S-Bahn setze, I don't know. Es ist für mich noch ein bisschen schwierig. Ich kann es objektiv nachvollziehen, dass die DFL, trotz der Tatsache, dass wir gerade uns in steigenden Zahlen befinden, das ist momentan so ist, dass die DFL auf sportlicher Sicht natürlich auch sagt, wir wollen die Leute wieder reinlassen mit Hygienekonzepten und die ich mir durchgelesen habe, diese 41 Seiten, die da auch postuliert wurden, das hat schon irgendwo Hand und Fuß. Es wird nicht das Gleiche sein, ich werde trotzdem nicht reingehen, aber ich würde beispielsweise auch niemanden verdenken, wenn er sagt, ich will mit meiner Family hin und das ist ja auch klasse, weil die kennen sich eh. Am besten wäre es geil, wenn nur Großfamilien hingehen, die kennen sich nämlich alle und die sind schöne Zehnergruppen oder so, dann ist es halt kein Problem. Ja, Mama, alle Hast, ja, die kommen wahrscheinlich auch alle sowieso mit dem Auto, weil du irgendwie mit, weiß ich nicht, 5 Kindern nicht in die S-Bahn willst, dann hast du das Problem schon mal auch nicht. Ja. Ja. Also das wäre doch eine Möglichkeit. Also ich will es niemandem verdenken, ich würde mir das Bild, und das ist ja, das darf man auch nicht vernachlässigen, ich glaube, das ist für Anbieter wie Sky schon ganz attraktiv, dass Fans wieder ins Stadion gehen, allein, dass du auch andere Bilder siehst, weil diese leeren Ränge, da kann mir auch keiner erzählen, dass mit dieser, was haben sie in Italien gemacht, diese 3D-Sache, da, wo du dann unterschiedliche Ränge plötzlich gesehen hast, und mal wurden sie irgendwie eingeblendet, mal wurden sie nicht eingeblendet, das ist alles ein Haufen Scheiße. So. Ja, und vor allen Dingen müssen irgendwelche komischen Staff-Menschen aufhören mit Kuhglocken umherzubimmeln oder auf irgendwelche Koffer zu trommeln. Das gehört nämlich eigentlich auch verboten. Alter, schon mal der erste Schritt zur Besserung auch. Ja, keine Kuhglocken-Akustik mehr. Also ich glaube, es kommt auch so ein bisschen darauf an, für welche Liga. Ich meine, da ist ja, also für die zweite Liga könnte das noch relevanter sein als für die erste Liga, glaube ich auch, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die nochmal mehr von den Zuschauereinnahmen tatsächlich auch an der Stelle da irgendwie Geld oder sich damit irgendwie finanzieren. Für die erste Liga kann ich mir, glaube ich, nicht so wirklich vorstellen. Zumal ich auch nicht glaube, dass da so viel verloren geht, wenn da jetzt gar keine Zuschauer reingehen, weil ich mir vorstellen kann, dass gerade für so große Vereine, Köln, Frankfurt, wahrscheinlich auch Dortmund und andere, wenn du da den Fans sagst, so nach dem Motto, ey, wir verkaufen jetzt die Dauerkarten, wir wissen noch nicht, wann ihr wieder ins Stadion könnt, aber vielleicht in der Rückrunde wieder, gibt es genügend, die heute schon ihre Dauerkarte auch da weiterhin einfach bezahlen und dann hast du die Kohle. Also ich glaube nicht, dass du da zwingend so sehr drauf angewiesen bist. Für den Sport wird es wahrscheinlich schon ein bisschen was bringen. Ich bin echt mal gespannt, wie die das umsetzen. So richtig gefallen tut mir das derzeit einfach nicht. Um mal von diesem Ja oder Nein, Fans Ja oder Nein kurz wegzukommen, was sagt ihr denn zu der Aussage von Seifert? Der hat ja eigentlich den Fans versprochen, beziehungsweise der aktiven Fanszene, dass sie ja keine Stehplätze abbauen werden oder was halt sonst so für Befürchtungen sind. Also dass es im Endeffekt jetzt durch Corona englische Verhältnisse durchgesetzt werden. Das ist ja eine Sorge von vielen. Das hat er wirklich auch so ernst gemeint oder das war einfach, um die Gemüter jetzt zu beruhigen, dass da jetzt nicht noch ein Fass aufgemacht wird? Nö, ich glaube schon. Also meine Einschätzung oder so wie ich das verstanden habe, ich kaufe ihm das ab, dass er sagt, das ist jetzt temporär, das machen wir jetzt so, um überhaupt da wieder irgendwie hinzukommen und ich glaube nicht, dass er da irgendwie Bestrebungen hat, da in die Richtung irgendwie zu gehen. Das ist auch nicht das Thema, wo ich mir Sorgen mache. Ich mache mir tatsächlich mehr Sorgen, wenn es um das Thema Kontaktdaten geht, die hier irgendwie erfasst werden. Weil da laufen wir sehr schnell in Richtung von irgendwelchen personalisierten Tickets. Wir sehen ja heute schon, dass die Polizei sagt, irgendwie auch hier zur Verfolgung von Straftätern sind so diese Listen aus den Restaurants mal ganz interessant. Das ist jetzt auch nur einen Hopwurf weit entfernt, bis da einer auf die Idee kommt, irgendwelche Kontaktdaten für Ermittlungen von irgendwelchen, weiß ich nicht, zu verwenden. Da habe ich null Bock zu. Aber dieses Thema Stehplätze sehe ich absolut nicht. Guter Punkt. Also ich glaube, vielleicht bin ich da zu optimistisch, aber ich glaube Seifert in dem Moment auch. Ja. Also wenn er das sagt, dann nehme ich ihm das jetzt einfach mal ab. Und ich weiß auch nicht, ob die
Ich weiß, dass es gewisse Interessen innerhalb der DFL oder innerhalb des der Fußballobrigkeiten gibt, die ein Gefühl haben, dass sie ganz gerne die Stehplätze abschaffen. Aber ich glaube, dass auch dieses Spannungsverhältnis Seifert durchaus weiß und weiß auch, was er daran hat, dass es eigentlich normalerweise ein Fantum gibt, was noch mal ein bisschen außergewöhnlicher ist. Ich glaube, das ist immer noch der Selling Point. Und ich glaube, Stand jetzt sind sie einfach noch nicht bereit, den vollkommen aufzugeben. Ja. Vor allem werden Genau. Mhm. Ich glaube auch, dass sie überhaupt keinen Bock haben auf jetzt noch so einen Nebenkriegsschauplatz. Ne? Also ich glaube, dieses ganze Corona-Thema ist gerade tagesfüllende Aufgabe und sie sind gut daran beraten, sich auf das zu konzentrieren und jetzt nicht drüber nachzudenken, was sie daraus für Regelungen für die Zukunft machen könnten, weil die ja eh voll in der Luft hängt. Ne? Also wer weiß, wie das alles weitergeht. Und, also du weißt ja noch nicht mal, ob das jetzt der nächste Schritt ist oder ob vielleicht die Schritte wieder in eine ganz andere Richtung gehen. Ist das ein Thema, was uns die nächsten Jahre begleitet oder ist das was uns nur noch die nächste Saison begleitet? Und ich glaube, da wär's jetzt wirklich sehr idiotisch, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie jetzt die Fans dadurch loswerden könnten. Ich glaube, das ist auch... Fundamental mache ich mir da auch gar keine Sorgen drum eigentlich, also von den Vereinen und von der Liga aus nicht. Wo ich mir Sorgen mache, ist, dass diese Diskussionen halt härter werden, von wegen, ja, guckt mal, wie schön Fußball sein kann, ohne Gewalt, genau, ohne dies, ohne das. Da habe ich gar keine Lust drauf. Klar, man kann es ignorieren, man sagt einfach nichts dazu, aber das könnte anstrengend werden. Der erste Kommentar war ja schon in der FAZ so ein bisschen in die Richtung, ein bisschen auch in die Gegenrichtung. Das war so ein Kommentar von wegen, ich möchte allen gefallen und Fans sind wichtig, aber Fans sind auch kriminell, irgendwie so. Hat mich schon genervt und ich glaube, von der Art wird es mehr geben dann und da habe ich keine Lust drauf, aber das nur am Rande. Das stimmt natürlich, ja. Ja gut, gibt es natürlich gutes Futter für gerade die Kritiker, die werden dann immer wieder hier drauf schauen. Ja, also gibt es sicherlich viele Punkte und immer es wird natürlich jetzt hart beschränkt, das langsame aufzuweichen oder vielleicht dann doch nicht an allen Stellen ist natürlich einfacher, als überhaupt am Anfang durchzusetzen. Sicherlich sind da auch Lobbyisten in den verschiedenen Gruppierungen dann unterwegs und werden jetzt probieren, ja, auch da Wege hinzuschaffen. Ich glaube aber tatsächlich, was Alex da schon gesagt hat, ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, man darf auch nicht in jedem, in jeder Situation jetzt vermuten, dass die schon den Riesenplan haben, uns da rauszuekeln aus den Stehplätzen. Ich denke schon, dass da auch eine Lobby auch noch für die Stehplätze da ist und wir da hoffen können, dass das momentan eher wirklich ein Nebenkriegsschauplatz ist und wir noch relativ schnell dann auch wieder die Stehplatzsituation offen haben. Denn natürlich, es bietet sich an, wenn du es durchführen willst, natürlich das in so einer abgespeckten Wiedereröffnung zu machen, weil die Aufregung wahrscheinlich dann etwas weniger groß ist, als wenn du es natürlich irgendwann von null wieder versuchst aufzubauen. Das wissen die auch, die werden sich auch entsprechend positionieren. Aber ich glaube auch, dass tatsächlich, und das ist der Punkt, den Marvin vorhin schon genannt hat, ein großer Selling Point für die Bundesliga ist eben noch dieses Fantum, die Bilder, die da produziert werden können und so weiter. Ich glaube auch, dass tatsächlich da sich hoffentlich wieder etwas zur Normalität dann zurückbesonnen wird und wir auch weiterhin Stehplätze sehen. Gut. Dann lassen wir das Thema jetzt hier soweit erstmal bewenden, weil mehr konkrete Sachen wissen wir jetzt auch nicht. In 14 Tagen, wie gesagt, soll es dieses Konzept dann geben und der Politik präsentiert werden. Dann wird man da sicherlich nochmal mehr drüber wissen und auch gerade wie dann vielleicht auch so An- und Abfahrtsthematiken geregelt werden sollen, die ja auch noch so ein relativ ungeklärtes Thema für mich sind. Aber schauen wir mal, vielleicht können wir dann in 14 Tagen da einfach nochmal drüber sprechen. Das ist so krass. Es kann sich alles in so schneller Zeit ändern. Im Endeffekt ist ja dieses Jahr schon komplette Eskalation. Ne? Wir haben dann zwischenzeitlich überlegt, kann Fußball überhaupt weitergehen? Da haben einige Leute gedacht, naja, was denkt denn jetzt? Sind mitten in der Corona-Krise, dann ging es plötzlich weiter. Jetzt denken wir über Zuschaueröffnungen nach, vollkommen legitim, auch für einige Vereine, gerade in den unteren Ligen, essentiell. Ja. Wir müssen überlegen, es ist ja nicht nur die Bundesliga, auch wenn die Bundesliga vorangeht, aber zweite Liga, da hängen die Vereine dran, dritte Liga, brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Im Endeffekt kannst du ganz normal den Betrieb für den FSV zulassen, da kommen eh nicht mehr als 1.000 Leute in diesen Stadion. Also insofern ist auch kein Drama. Ja, aber es braucht ein Sicherheitskonzept. Ne? Ja, klar. Und auf der anderen Seite weißt du selbst nicht, kann es in 14 Tagen halt auch wieder komplett anders aussehen, dass du das Thema halt auch einfach dann wieder 2 Monate in die Schublade legst.
Genau. So ist es. Ja, ich wollte gerade sagen, warten die Sommerferien ab, wie sich das noch entwickelt, wenn die ganzen Urlauber auch wieder da sind. Und dann schauen wir mal, ob wir noch über Zuschauer in Stadien reden. Ja, da schauen wir dann mal. Wir werden auf jeden Fall dieses Thema im Auge behalten. Was wir nicht so wirklich im Auge behalten mussten, was sich aber quasi aufgezwängt hat, krampfhaft, ist der Dummschwätzer der Woche. Und da hat Marvin schon angedeutet, er muss da ganz viel loswerden. Jetzt müssen wir aber erstmal den Jingle dafür spielen. Rummenigge, Rummenigge. Oh, I'm a fan. Danke, danke, danke sehr. Rummenigge, Rummenigge, all night long. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Bis hierhin hat es nur knapp 2 Stunden gedauert und jetzt werden wir unter anderem, glaube ich, auch über diesen Menschen sprechen, den wir gerade eben in diesem Intro für diese Sektion gehört haben. Aber wir müssen natürlich der Vollständigkeit halber erst nochmal auflösen, wer es denn bei unserer letzten Abstimmung auf das Siegertreppchen geschafft hat oder ganz nach oben geschafft hat. Die ist schon ein bisschen länger her. Damals war noch diese ganze Tönnies-Thematik ganz oben. Und da gab es einen Menschen, nämlich den Herrn Uli H., den könnten wir heute vielleicht auch wieder hören. Ich weiß noch nicht, was ihr euch da so überlegt habt. Der hat damals den Herrn Tönnies sehr stark verteidigt, so unter hier Gebetsbrüdern, Sie wissen schon. Und der hat mit 40% dann auch diese Abstimmung vor, ja, was waren es, gut 5 Wochen gewonnen. Von daher nochmal mit etwas Verspätung herzlichen Glückwunsch an Uli H. für den Dummschwätzer der Woche damals. So, und jetzt müssen wir auf die aktuell nominierten Dummschwätzer schauen. Und ich habe hier eine Nominierung vom Vykos auf Twitter geschickt bekommen. Und ich weiß nicht, ich glaube, irgendwer anders von euch hat das auch schon eingetragen. Nämlich den Herrn aus dem Intro, den Herrn Rummenigge, für diesen wunderbaren Aussagen zu David Alaba in diesem Interview, was er, ich weiß gar nicht, wo er das gegeben hat. War es Bild-Zeitung oder war es Stern oder sonst irgendwas? Mit diesem wunderbaren Titel David Alaba ist der schwarze Beckenbauer und vielen anderen Dingen, die er dort gesagt hat. Ja. Meint ihr, die haben eine wöchentliche Sitzung da unten in diesem München, wo die zusammenkommen und sich überlegen, was sie sagen können, damit sie nominiert werden? Das klingt für mich fast so ein bisschen, bei FFH gibt es auch sowas Schlimmes, der Comedy-Keller. Und ich glaube, sowas gibt es in München mit dem Dummschwätzer-Keller. Ja, aber hier, wir müssen diese Woche noch einen raushauen, Karl-Heinz. Hast du noch was? Ey, warte mal, Oli, warte, mir fällt da noch was ein. Ich kann was muss sagen. Könnte durchaus sein, dass die so ein internes Ranking haben, wer irgendwie die schlimmste Zote reißt, ja. Es ist ganz ehrlich, genau, ich hatte das auch aufgeschrieben und das ist mir die ganze Zeit immer in Erinnerung. Jetzt hat der Vykos, ist der mir zuvor gekommen, sehr schön, aber bei allem Respekt, ne, der hat sich wieder zu Sky gestellt, seinem Haus- und Hofsender. Ach, bei Sky. Und hat erstmal gesagt, der Alaba, der gefällt mir sehr gut, ist so schwarze Franz Beckenbauer. Da stelle ich mir echt die Frage, so Feingefühl, das ist jetzt nicht so deine Sache, und dann hat er noch irgendwas ganz Nebulöses gesagt. Das hat er ja auch gut gemacht hier, trotz der Zeile hier von Black Lives Matter hat er sich ja doch gut hingestellt und hat es doch alles gut wegmoderiert. Also hat er nicht auch in diesem Ding irgendwas gesagt, so nach dem Motto, aufgrund von seiner Hautfarbe hätte er jetzt irgendwie bei Black Lives Matter eine besondere Rolle, wo ich mir auch gedacht habe, du hast es mal überhaupt nicht verstanden, du Wurst. Nein, es ist wirklich eine Qual, also weil Beckenbauer, ja, dann kann man natürlich schon, wenn du willst, kannst du mit Alaba vergleichen, von mir aus, ja. Aber Rummenigge muss doch nicht immer so eine Scheiße erzählen. Kann der nicht einfach mal nix sagen. So, es gibt auch, du kannst auch deine Spieler loben, ohne auf alte Granden dich zu berufen oder auch eine Hautfarbe eine Rolle spielen zu lassen. Das ist sowieso auch ein dummsinniger Vergleich. Alaba ist ein ganz eigener, anderer, herausragend wunderbarer Spielertyp, ja. Aber dass du, also das ist wirklich echt an der Grenze zu der Belastbarkeit für mich tatsächlich. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, im Sommer wird das alles ein bisschen relaxter und dann kommt eins nach dem anderen, der Rummenigge äußert sich, der Hoeneß hat sich jetzt auch schon wieder Kleinkrieg angefangen hier mit dem BVB. Der BVB ist doof. Es ist doch echt nicht zu fassen, oder? Was ist denn mit den beiden Leuten? Also da habe ich, das ist doch ein Drang nach Aufmerksamkeit. Ja, aber sowas von. Es ist wirklich. Und dann lungert dieser Sky-Uli, der lungert vor dem Büro rum und dann kommt einer raus und sagt, hier Uli, komm mal, gib mir mal das Mikrofon, ich hab einen. Ich hab einen für dich. Ich sag's jetzt, der BVB ist doof. Und der Alaba ist schwarz. Also, das ist unglaublich. Ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Ja. Und dann war da noch und Würstchen muss er dem Pep auch noch schicken, damit er in England endlich was Vernünftiges zu essen kriegt. Wow. Es tut alles sowas von weh.
auf jeden Fall. Ich habe übrigens noch eine Nominierung, aber das später. Also gut, Kalle Rummenigge, wunderbar, glaube ich, berechtigt eine Co-Nominierung von Vykos und von Marvin. So trage ich das jetzt hier ein. So, jetzt müssen wir, glaube ich, auch über den wollen wir jetzt schon über den Social-Media-Fail des Jahres reden, oder? Ja, müssen wir doch, glaube ich, jetzt, ne? Heute Hoffenheim mit ihrem wunderbar Transfer-Ankündigungsvideo. Ich hab's verpasst. Du hast es verpasst. Patricia, du hast auch gesehen. Gott. Ja, passiert einmal in diesem Social Media, was du nicht verpasst. Sollen wir es dir erklären? Bitte. Patricia, erklär doch mal. Also, die TSG Hoffenheim hat ja verkündet, dass Mihat Gacinovic jetzt bei ihnen spielen wird, hat auch ein schönes Bild gepostet im Hoffenheim-Trikot, soweit so normal. Unter diesem Tweet haben sie ein Video gemacht, wo sie... Sie haben kein Video gemacht. Ja, sie haben ein Video genommen und gepostet, und zwar den 70-Meter-Lauf aus dem Pokalfinale von Mihat Gacinovic. Einfach als Video und dann hintendran schön ab jetzt in Blau und ihr Logo draufgepackt auf den emotionalsten Moment der letzten Jahre bei Eintracht Frankfurt. Ja, aber da musst du Verständnis für haben. Ne? Wenn du keine Emotionen in deinem Verein hast, dann verstehst du das auch nicht, was das für andere Vereine bedeutet. So, ne? Also es muss tatsächlich sowas nicht. Das muss der Grund sein, weil ich kann mir sonst nicht erklären, wie ein Mensch auf die Idee kommt, hey, komm, das ist eine gute Idee, das machen wir, das ist auch überhaupt nicht respektlos oder irgendwie problematisch, lass das einfach mal machen. Ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass sie es halt nicht kennen und nicht wissen, was das bedeutet für Fans eines Vereins, der nun mal emotionale Momente erlebt. Es tut mir leid. Das war ein großes Ärgernis, muss ich sagen. Ohne Scheiß, ohne Mist. Und ganz ehrlich, respektlos. Als ich das heute gesehen habe, und dann siehst du natürlich, natürlich sind dann die Eintracht-Fans auch aufgebracht, und dann siehst du auf der Gegenseite diese Fandarsteller, die sich dann darüber mokieren, dass die Eintracht-Fans sich aufregen. Ja, es ist halt der fucking größte Moment der letzten 20 Jahre bei der Eintracht gewesen, der jetzt einfach so versucht wird, umzufirmieren. Da muss ich wirklich sagen, was ist denn los mit euch, ja? Also, ich habe zwischenzeitlich schon überlegt, hat Hoffenheim eigentlich die Rechte daran? Da habe ich dann echt schon überlegt, ja? Also könnte man da ja mal nachhaken. Also es ist einfach echt respektlos, da muss man sich doch auch als Social-Media-Abteilung irgendwas gefallen lassen, oder? Also das klingt aber, als hättest du deine Anwälte konsultiert und hättest dich dagegen entschieden. Ich habe tatsächlich genauer nachgeschaut. Oder machen wir da heute Abend noch was? Ich weiß nicht. Ich glaube, die rechtliche Lage ist uneindeutig. Ich hab gehört, welcher Kommentar dran ist. Und es waren kein rechtlich geschützter Kommentar, den ich kenne. Also insofern sind die Chancen nicht ganz so gut. Vielleicht lässt sich an dem Bildmaterial was machen. Aber meine Güte, ey, mach doch was anderes. Das ist doch frech. Das ist ein Riesenmoment. Also das muss ich doch als Bundesliga-Verein anders hinbekommen. Es ist auch absolut nervig, wie jetzt die ganzen Leute auf der Gegenseite sagen, ach ja, das ist doch völlig gang und gäbe, den Spieler mit einem Video mit den Highlights von dem vorherigen Verein anzukündigen. Nein. Ja, es ist gang und gäbe, aber es ist halt nicht der fucking Pokalsieg-Moment, der allen Fans seit, was weiß ich, den letzten 2 Jahren nicht aus dem Kopf geht, dass der größte Moment der letzten Jahre ist. Was zur Hölle ist denn los? Ich verstehe es halt nicht. Ist das gang und gäbe? Nee. Glaube ich nicht. Also habe ich als nicht. Als Verabschiedung, ja, dann machst du das nochmal irgendwie hier so Highlights zusammenschneiden und dann irgendwie sagen, hier, danke für 18 Tore, 2 Siege und sonst irgendwas. Aber ich habe noch nie einen Verein gesehen, der die Highlights von vorherigen Dingern da irgendwie zusammenschneidet. Wenn, dann machst du irgendwie, weiß ich nicht, dessen aus einer Torte springen oder irgendwas. Auf YouTube. Das machen illegal andere Fans auf YouTube, aber nicht der eine aufnehmende Verein. Außerdem ist die Rechtelage in der Regel komplett unklar. Also gerade für Bundesliga-Vereine ist Social Media noch immer noch kein Freiwild, wo du wild Videos klauen kannst. Ja? Also auch da irgendwie total unprofessionell. Das machen Fans wirklich, keine Ahnung, Joveljic wechselt zur Eintracht oder wechselt von der Eintracht nach Anderlecht oder so. Dann wenn Fans klauen sich die Videos zusammen, um dann Skippe-Like oder Hölzenbein-Like Scouting-Videos zusammenzuschneiden, aber es ist halt trotzdem nicht gang und gäbe. Ja. Sehr gut, ja. Also, fand ich. Also, richtig beschissener Move. Es ist tatsächlich der Dick-Move in Social Media des Jahres. Ohne Scheiß, schon Social Media-Fail. Ja. Aber immerhin
wurde mal über Hoffenheim gesprochen. Genau. Jetzt bester richtig. Kommentar übrigens in den Tweets, ich habe nochmal so grob durchgescrollt von Brato, der schreibt, als Antwort schreibt, wo bleibt der scheiß Impfstoff, Diebner? Das wäre die wichtige ja, Frage. So. Das ist die wichtige auch. Frage. Dietmar, rück den Impfstoff raus. Naja. Naja, okay. Das also, Social Media auch, Game ist sogar noch peinlicher als das von RB Leipzig, die ja irgendwie sich da an Chelsea rangebaggert haben, Alter. Als Timo Werner gegangen ist. Was war das denn? Also boah. Die haben das ja so verkauft wie, oh, guck mal, wir haben unseren Top-Spieler irgendwie, ja, der ist jetzt gegangen, aber es ist ganz toll und wir wünschen allen alles Gute und haben da irgendwie so ein Highlight-Video zum Abschied oder was weiß ich, was das alles war. Und ja, genau, announced Timo Werner irgendwie gepostet auf ihrem Kanal. Wir haben auf ihrem Kanal gepostet, dass er geht und es so, das war fast wie ein Verpflichtungsvideo. Ich dachte, die haben den erneut verpflichtet oder so. Eine das Vertragsverlängerung oder so. Und dann hieß es, nee, der geht jetzt zu Chelsea, aber wir haben trotzdem mal ein nettes Video zusammengeschnitten. Das also. Ist eine eigene Sekte. Das ist komplett Gaga. Die roten Bullen aus Leipzig, die haben sich so mit diesem Giftgetränk ins Hirn gesprüht. Irgendwas scheint da komplett kaputt gegangen zu sein. Ohne Scheiß. Also, die haben wirklich diesen Tweet gemacht. Timo Werner has arrived in Great Britain. Congrats, ja. Premier League. Und dann haben sie links daneben, haben sie the normal one, Jürgen Klopp. Rechts daneben, the special one, José Mourinho. Und in der Mitte haben sie the scoring one, Timo Werner. Oh. Was ist los, Leute? Gott, oh Gott, oh Gott. Sie haben eindeutig zu viele Busse gesegnet, dass da sowas passieren konnte. Du. Ai, ai, das ai, ist ai, eine ai. Richtige Opferveranstaltung. Ey. Das Ding ist halt, die wollen einfach Reichweite in England, glaube ich. Und das Ding ist, dass sich jeder in England über die jetzt lustig macht deshalb, aber das stört mich einfach nicht. Aber meine Hoffnung ist halt, dass sie jetzt schon mal in England sich so rantasten wollen, weil sie dort irgendwie einen neuen Verein aufbauen, kaufen, wie auch immer. Und uns dann in Ruhe lassen, weil Leipzig dann das kleinere Konstrukt ist. Ja, das wird so kommen, definitiv. Ich warte drauf, ich freue mich drauf. Auf jeden Fall. Ich auch. Naja, geil. Schön, dass wir das auch noch besprochen haben. Was ein Ding, ey. Richtiger Herz. Hat auf jeden Fall jetzt gepasst zum peinlichen Social-Media-Game dieses Jahres. Weiß oh, nicht, ja. Wer peinlicher ist. Auf jeden Fall respektloser ist auf jeden Fall Hoffenheim. Ja, das definitiv. Um Längen. Also da muss er auch, die Messlatte muss er dann nochmal 3 Meter unter der Erde vergraben, dass er da nochmal irgendwie drin ist. Heidewitzka, Herr Kapitän. So, und Marvin sagte, er hat noch einen. Jetzt wird's kindisch, ja, oder? Ja, also ganz ehrlich, Martin Kind ist ja immer ein Experte für sanfte Worte und für wohl überlegte Worte. Und jetzt ist er wieder eskaliert. Also bei allem Respekt, sein Torhüter, den er letztes Jahr noch geholt hat, Zieler. Ne? Das Zieler spielt momentan, das muss man ganz kurz erklären, in der zweiten Liga bei Hannover keine großartige Rolle mehr. Esser, der bei der Eintracht ja zwischenzeitlich auch mal im Gespräch war, ist mittlerweile klarer Stammtorhüter bei Hannover. Es gibt keine Diskussion, sowieso auch ein super Typ. Ron-Robert Zieler kam ja vor einiger Zeit ehemaliger Nationalspieler. Und jetzt verliert Martin Kind ernsthaft diese Worte. Bei uns wird er keine Chance mehr haben. Wir hätten ihn damals gar nicht verpflichten dürfen. Also da muss ich ernsthaft sagen, ja, also ich meine, Hannover ist tatsächlich auch ein Verein, der mit Torhütern vielleicht nochmal eine Nummer sensibler umgehen sollte. Ja, also ich will jetzt nicht an die Dinge erinnern, die dort passiert sind. Ja, das sollte aber Mitmenschlichkeit sollte vielleicht schon irgendwie einigermaßen wichtig sein, auch den eigenen Mitspielern gegenüber oder den eigenen Spielern gegenüber. Und es hat Martin Kind wieder mal vermissen lassen. Ich finde, es ist eine Frechheit. Du kannst doch nicht zum Nationalspieler sagen, bei uns wird er keine Chance mehr haben. Wir hätten ihn damals nie verpflichten dürfen. Also ich weiß nicht, das sind so Mikroaussagen, die mich aber echt wütend machen, wo ich mir denke, das ist ein Nationalspieler gewesen, der hat richtig gut auch schon performt. Das ist vielleicht auch tatsächlich, ist das ein Spieler, den die Eintracht sogar kaufen sollte. Als zweiten Torhüter, Zieler, dann hast du eine richtig gute Konkurrenz, da geht noch was. Aber so Leute komplett abzuwerten, macht mich echt schon ein bisschen, also weiß ich nicht. Ja, und jetzt ist er zurückgerudert und gesagt, naja, das hätte ich sensibler formulieren können. Also weiß ich nicht, finde ich alles eine Sauerei. Hat aber vorher nochmal das nachgeschoben, krass. Dass man es als Profi hinnehmen muss. Ja, genau, richtig. Gehört dazu. So, ne? Ja. Ja, also das ist schon, also das ist gerade in der Situation, wie du schon gesagt hast, das ist tatsächlich das absolute Maß an Respektlosigkeit. Ja, ne? Ich bin auch, Gott weiß, kein Fan von Zieler, ne? Aber so öffentlich sowas auszudrücken, ist halt schon hart.
aufpassen. Wenn er meint, dass Spieler sich das anhören müssen, dann müssen Investoren sich jetzt auch anhören, dass sie, weiß ich nicht, Söhne einer Mutter sind oder weiß nicht, ist das Gleiche umgekehrt. Also, so, ja. Da spricht nämlich mehr niemand drüber. Ja. Also, das muss man als Millionär so hinnehmen. Ja, Milliardär. Genau. Nicht aber andersrum ist natürlich wieder ein Problem. Aber Spieler muss sich jeden respektlosen Scheiß gefallen lassen, den irgendein Funktionär, Investor, wer auch immer droppt. Das ist dann vollkommen in Ordnung natürlich. Und das ist ja eine Sache, die geht ja tatsächlich auch tiefer. Nicht nur Ziele, sondern auch tiefer. Denn es ist ja so, gucken wir uns mal an, wie viele Spieler in der letzten Zeit ihre Karriere beendet haben. Ne? Also ich meine, klar, Schürrle, brauchen wir nicht drüber reden, aber auch Benedikt Höwedes hat keinen Bock mehr und hat gesagt, dass das Business in den letzten Jahren nochmal sich extrem verändert hat. Das sind vielleicht auch tiefer liegende Gründe, über die man mal nachdenken kann, wo vielleicht auch mal die Schuld ein bisschen bei den Funktionären gesucht werden könnte, weil es ist gerade so in dieser Leistungsdynamik, über die wir ja tatsächlich, und wenn wir reflektiv jetzt das mal ganz sehen, sprechen wir auch drüber. Wir haben heute auch darüber gesprochen, wer ist für den Kader noch tauglich, bei wem wird's eng, wen müssten wir mal vielleicht verleihen oder bei wem sehen wir keine Chance mehr. Und wir sind Fans und wir versuchen das reflektiert zu machen, aber auch die Art und Weise, wie Vereinsobere darüber entscheiden, da muss man sich halt auch einfach Gedanken machen, ne? Wir haben uns aber auch die ganze Zeit entschuldigt, beziehungsweise eher ihr als ich, dass es uns sehr leid tut für Zuber, auf jeden heute Fall. So schlecht weggekommen zu sein. Auf jeden Fall, definitiv. Der kann auch nichts dafür. Vielleicht ist er derjenige, der uns in der ersten Pokalrunde dann, was weiß ich, mit 3 Toren irgendwie nach vorne bringt und dann ist wieder alles gut. Das geht ja auch schnell bei uns. Ja? Das ist jetzt nicht so, der startet ja wirklich mit keiner Last dazu, weil der ist wirklich ein unbeschriebenes Blatt. Insofern, dass ich jetzt, also in meiner Emotionalität, ich würde nie sagen, ich finde Zuber scheiße. Das interessiert mich halt einfach noch nicht. Ne? Darum ging es ja. Es ging ja um die Transferpolitik genau. Eigentlich. Ne? Also das genau. War ja, That's eigentlich war es ja Kritik an eher Hütter und Bobic als an ihm. So ist es. Das ist ja auch richtig, danke. Das sollte ja auch erlaubt sein, dass man da sportlich oder auch meinetwegen menschlich, wenn man irgendwie mal was gehört hat, was einem nicht passt, dass man sagt, hey, ich denke, das passt nicht oder mir gefällt das nicht, das ist vollkommen in Ordnung. Genau. Brauchst aber halt einfach nicht, die Spieler grundlos zu beleidigen, das ist dann wieder eine andere Geschichte und ja, die machen wir nicht, scheinbar dürfen Funktionäre das aber doch so ein bisschen durch die Blume machen, naja. Oder auch nicht so durch die Blume. Oder auch nicht. Ihr habt die Macht. Ihr habt die Macht. Ihr könnt entscheiden, wer ist euer Dummschwätzer der Woche. Dann bekommt die Person die Abreibung. Ja. So. So ist es. Ja. Haben wir noch Empfehlungen oder möchtet ihr zum Ende schreiten? Och, wir haben 23 Uhr. Ich könnte langsam mal morgen um 7.30 Uhr im Büro sein. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Wir freuen uns natürlich auch in der 12. Saison, die wir hier begleiten, über Support eurerseits, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe die letzten Tage mal die Support-Seite ein bisschen aufgeräumt, den Text nochmal ein bisschen angepasst und es gibt jetzt da auch so eine wunderschöne Grafik, wo ihr mal seht, wie ihr uns tatsächlich in so einem 3-Monats-Schnitt unterstützt. Und ja, wir freuen uns über jeden, der uns weiterhin unterstützen mag oder jetzt vielleicht auch neu hinzukommt. Wir wissen, dass das in der aktuellen Situation für den einen oder anderen vielleicht nicht so ganz einfach ist, aber überlegt euch doch mal, wenn ihr hier regelmäßig zuhört und das mögt, was wir hier machen, ob ihr nicht vielleicht den ein oder anderen Euro da lassen wollt. Wir würden uns auf jeden Fall riesig freuen, können damit die Kosten decken und vielleicht bleibt auch am Ende noch ein bisschen was bei uns hängen. Ja, das war als Mega. Einstieg, das wäre echt mega. Genau, und ansonsten würde ich sagen, haben wir doch, glaube ich, hier ein ganz gutes Thema in diesen etwas mehr als 2 Stunden für den Saisonstart oder für den Saisonauftakt hinbekommen. Saisonvorbereitung ist, glaube ich, eher nicht Saisonstart, ne? Ja, eigentlich aber. Genau. Gut, der Europa-League-Saisonstart. Also ja, aber das geht ja nahtlos ineinander über, ne? Ist ja also eigentlich gestern noch Vorbereitungsstart, aus der morgen Spielstart. Ja, genau. Von daher steht ein bisschen was vor uns. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt wieder in regelmäßigen Abständen melden. Ich glaube, da gibt es auch noch das ein oder andere transfertechnisch, was vielleicht auf uns zukommen könnte, was noch spannend wird. Bleibt auf jeden Fall dran. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt, wünschen euch bis dahin eine schöne Restwoche und dann sprechen wir in der nächsten Woche über das hoffentlich Weiterkommen in der Euroleague. Bis dahin, macht's gut. Sehr gut. Tschüss. Tschüss.